Ja, huhu und hallo nach da draußen. Hier sind's wieder auf dem Kanal von Koali. Wir spielen eine Runde Vampire V20. Ich spiele nicht allein, sondern ich spiele mit vier jungen und hübschen Personen, wie immer zusammen, damit sie meine Hässlichkeit und Nosferatu-Artigkeit in diesem Stream auf jeden Fall übertünchen können. Die komplette rechte Seite von euch aus gesehen ist heute nicht mit Bild da, weil die einfach zu hübsch sind. Dann würde das, naja, negativ auf eure Bildschirme sich übertragen. Aber die komplette linke Seite ist auch hübsch und die zeige ich euch jetzt. Das ist einmal hier Melina Farinades, gespielt von der Leopardin 202. Guten Abend. Und einmal Jonathan Bauer, gespielt von Mischka. Hi, gute zusammen. Und ja, auf der anderen Seite natürlich, habe ich ja gesagt, ohne Bild, Emma Williams, gespielt von der Serie. Aloha. Und auch William Andrews ist dabei, zusammen mit seiner besten Freundin Siri und gespielt von Joe. Guten Abend. Ja. Kann sich noch irgendjemand von euch daran erinnern, was beim letzten Mal passiert ist? Es ist nicht so lange her wie sonst immer. So, nicht die üblichen Ausreden. Gut, bevor keiner will, sage ich zumindest mal den kläglichen Rest, den ich aufgeschrieben habe. Wir begannen, dass wir den Methusalem, den wir fanden, vor Helena in Sicherheit bringen sollten. So, wir haben erfahren, dass sie Helena heißt, die Böse. Hey, so böse. Komischerweise habe ich danach erst geschrieben, dass wir den Methusalem erweckt haben mit Blut, den Menele. Ja. Und er weiß, dass Rocky den Prinzen entführt hat. Hat er uns Rocky, ja. mitgeteilt, Rocky. Der Lieblingsschool des Prinzen. Und dann sind wir mit dem zusammen nach Gary gefahren, wo er dann sagte, dass wir den Prinzen von Gary zu ihm bringen sollen. Das kam uns schon seltsam vor. Aber trotzdem haben wir immer noch den Auftrag, den Prinzen von Chicago zu finden. Was wir, glaube ich, aber im Moment erstmal so ein bisschen zurückgestellt haben, weil wir sind ja nach Gary gefahren und sollten eigentlich heute Abend Ergebnisse liefern. Dann sollten wir den Promoter von dem Champion of the World zu Menele bringen, weil Mr. Andrews ihm so ein bisschen erzählt hat, was der Promoter ist und macht, und da war der ziemlich angetan davon. Dann haben wir das Haus verlassen, um Richtung Prinz Modius aufzubrechen. Dann ist aber William eingefallen, dass er Siri vergessen hat, lief zurück und hat festgestellt, dass Menele verschwunden war. Gut, da konnten wir jetzt nichts mehr dran ändern. Sind wir zu Prinz Modius gefahren, der war nicht allzu angetan von der Information, die wir ihm gebracht haben, war aber trotzdem bereit, sich mit dem Methusalem zu treffen, allerdings in einem neutralen Ort, der aber, wenn ich es richtig erinnere, auch ein Elysium ist, das Diner. Genau. Das war so alles, was ich mitgeschrieben habe. Das ist ja ganz gut zusammengefasst. Immerhin ist mal gut, wenn man jemanden hat, der mitschreibt. Ja, also euer neuer Herr oder so. Ich weiß gar nicht, nur Jonathan hatte von ihm getrunken bisher, ne? Ja, Also es ist hat ihn ein. aber auch voll erwischt, weil Jonathan hat das Problem, dass er leicht zu bonden ist, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Nicht als Nachteil, aber von seiner Art her, glaube ich. Falls als Tremere bist du leicht zu bonden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, aber zumindest dominiert wart ihr ja gewesen und beeindruckt von der Machtausstrahlung des alten Menele. Ja, und jetzt war eigentlich der Plan, den Prinzen von Gary mit Menele zusammenzubringen. Und ja, mal gucken, wie sich die beiden vertragen. Und im Hintergrund immer noch der Plan, den Prinzen von Chicago wiederzufinden. Der ja verschwunden ist. Was man euch ankreidet.
Was halt fraglich ist, ob es überhaupt noch was bringt, weil wir haben ja den Zeitraum, den wir bekommen haben, verstreichen lassen schon. Das ist die Frage von mir an euch, was soll es denn sein heute Abend? Behaupte einfach mal, dass zumindest in uns der dringende Wunsch ist, Menele zu gehorchen, weil der dominiert uns ja, oder? Ja. Ja. Der hat immer nur gesagt, aber man bringt ihn in Sicherheit. Ne? Ja. Wobei ich trotzdem gerne da bei dem Rookie noch vorbeigehen würde. Sollten wir vielleicht bei, jetzt weiß ich, bei wem waren wir zu Hause? Bei dir oder? Nee, bei William. Bei William, wo der verschwunden ist, okay. Nee, wir waren bei. Ach doch, bei mir Jonathan, natürlich. Nein, bei Jonathan waren wir, weil wir ja da die ganzen Leute hingeluckt haben für das Blut auch. Stimmt! Ach, ich Kelch, muss ja Bücher transportieren und so. Ja. Stimmt, ja. Dann ist jetzt fraglich. Also, wir sollten auf jeden Fall eine Nachricht hinterlassen, oder? Dass wir, hey, Papa, wir gehen dann mal Loki suchen. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Der war ja jetzt irgendwie verschwunden. Der wird sich wohl retten. Wir können ihm ja irgendwie eine Botschaft dalassen, dass das Treffen für morgen im Diner anberaumt ist. Mhm. Dass er gut auf sich aufpassen soll, können wir ein bisschen besser. Alles gut, ich auch. Wir gehen dann mal. Tschüssi. Genau. Ja, bin ich immer. Melina, wär das nicht besser, wenn wir eine Nachricht auf in deiner Sprache schreiben? Falls irgendjemand reinkommt, kann man die vielleicht nicht sofort entziffern. Und gut, ich meine, ich könnte auch Latein nehmen. Ich kann die auf Griechisch schreiben, klar, kein Problem. Wobei das Griechisch, was er spricht, nochmal deutlich älter ist als das, was ich kann. Dann ja, nimm halt so, als wenn du einen offiziellen Text schreiben würdest. Keine Slangwörter, kein Malaka oder sowas, sondern. Ja, dann schreibe ich das auf Griechisch. Okay. Ja, gut. Und dann gehen wir über diese Brokey suchen, beziehungsweise schauen, ob der Prinz von Chicago bei Brokey ist. Ja, ich würde das auf jeden Fall gerne rauskriegen würden, weil das hat doch Melilo uns selber gesagt, dass er das. Und der da ist. Ja, und eure Spuren hatten euch auch schon dahin geführt, eigentlich. Richtig. Ja, und, aber das. Wenn wir den Prinzen selbst retten, kann er ja dann auch die Frist des Sheriffs verlängern oder aufheben. Hoffe ich zumindest. Also nicht, dass wir dann noch trotzdem hingerichtet werden oder so. Und wenn er tot ist? Dann können wir halt nie wieder Chicago betreten, bis Menele nicht Gary und Chicago unter sich hat und vereint hat und wir dann immer noch in seiner Gunst stehen, glaube ich. Klingt super. Hey, wer hat schon einen Methusalem an seiner Seite? Ja, eben. Obwohl, ich denke, das wäre nur für den interessant sind, solange er keine stärkeren Hansels hat. Der macht sich, glaube ich, nicht so viel aus Loyalität ihm die anderen gegenüber. Ja, der Prinz von Gary ist ja schon unterwegs. Ja. Der ist ja auch voll mächtig. Immerhin ist der Prinz einer Stadt. Gary. Wer möchte denn fahren? Ich fahre wohl. Gut, dann. Möchte irgendjemand nach vorne oder ist egal? Schau Emma an, William. Also, dass Melina nach vorne sitzt, weil sie fährt ja, ist ja wohl klar. Ich werde definitiv hinten sitzen. Dann gehe ich nach vorne. Okay, machen wir Männer mit Siri die Rückbank. Okay. Hast du dein Kissen dabei für Siri? Selbstverständlich. Sicher ist sicher. Ja.
dann fahrt ihr Richtung dem Unterschlupf, den ihr vermutet, wo Rocky sich aufhält. Das ist in den Ausläufern von Chicago, also außerhalb der Stadt, in einem sumpfigen Gebiet nahe des Sees. Und ja, von Wald umgeben. Und ja, es führen eigentlich keine vernünftigen Straßen dorthin, sondern nur so ein alter, schlammiger Waldweg. Ein langes Zuhause. Oder? Ja, definitiv. Wer wohnt denn schon in so einem Loch? Aber wenn ihr euch irgendwo verstecken wollt, William, und euch niemand finden soll, ist es doch keine schlechte Adresse. Siri beschwert sich, dass sie nur einen Balkenempfang hat. Warum sollte ich mich verstecken? Und guck mal hier. Siehst du das? Siehst du? Kannst du jetzt mal gucken? Das und ist siehst doch du das? Siri. Ja, genau. Sie hat nur einen Balken. Nur einen Balken. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht da reingehen, wenn Siri ausfällt. Was mache ich denn dann? Ich meine, Siri ist meine Informationsquelle für die Außenwelt. Ich muss doch wissen, wer gerade Intercontinental-Champion ist. Ja, weil den Titel, den hole ich mir nämlich auch. Jonathan kratzt sich so am Kinn, überlegt ganz kurz. Also, wenn ihr wolltet, könnte ich euch theoretisch eine Art Antenne erschaffen, die ihr wohl, nein, da sind bestimmt Kondensatoren drin. Du erinnerst dich, dass du relativ blutleer warst, weil du ihm Kleidung gemacht hast. Ja, nee, ich hab noch mal irgendwo Blut bekommen. Ich hab noch mal 7. Ist jetzt nicht viel, aber auch nicht super wenig. Ja. Aber ist richtig, ja, man sollte es nicht übertreiben. Ja, obwohl ich fühle mich ein bisschen schwach. Vielleicht auch nicht. Ja, du siehst auch total schwach aus, aber wenn du das für Siri machen würdest, wenn du das für Siri, dann oh, das wäre so toll. Mach das jetzt. Und ne, vielleicht finden wir noch irgendwo etwas Tomatensaft und dann kann ich das gucken, ob ich eine Antenne zurechtzaubern kann. Gut. So machen wir das. Aber bis dahin kann ich keinen Schritt weitergehen. Schau mich mal, ob irgendwelche Jogger sind. Ja, apropos keinen Schritt weiter gehen, ihr sitzt ja noch im Auto und die Räder drehen jetzt langsam im Schmatsch ziemlich durch, also ihr seid stecken geblieben, mitten auf dem Weg. Das ist wohl hier nicht gedacht dafür, was fährst du für ein Auto? Hatten wir nicht den Pickup von, oder vom John, ja, von dem Agent da noch? Oder ja, wir haben ja. Das war kein Pickup, das war so ein Kastenwagen, ne? Ja, ach, war okay. Den Leichenwagen war das doch, oder? Noch besser. Ja, das war so eine Art Kasten, also so ein wie nennt man die? Caddy, so, oder? So ein Transit. Mhm. Ein Buschen. Mhm. So. Das ist schlecht. Dann steigen wir mal alle aus und laufen. Ja, und sinkt erstmal fast bis zu den Knöcheln im Marder ein. Super toll. Warum muss ich nur so eine Scheiße machen? Es ist Schlamm, Miss Williams, kein Ich habe das auch nicht selbst gemacht. Jetzt schau dir dich fragend an. Das ist richtig. Entschuldigt, bitte. Gerne. Also ich kann nie nicht. Nein, ich kann definitiv nicht weiterlaufen. Was ist, wenn Siri ausfällt? Was mache ich dann? Was macht ihr dann? Ich meine, dann wissen wir nichts mehr. Siri kann uns hier raushelfen. Ich mach mal, einen Balken habe ich ja. Ich mach mal Google Maps an. Mhm. Ja, lädt unglaublich lange.
Aber Google Maps geht an und ja, du bist da irgendwie so, du ein Punkt in die nächste Straße ist, musst du ein bisschen weiter wegscrollen. Außerdem, wo sind wir hier überhaupt? Was wollen wir überhaupt hier? Hier ist nichts. Guckt, nichts ist hier. Guckt, Siri arbeitet langsam. Ja, sie ist erschöpft. Sie ist ganz erschöpft. Und wenn meine Powerbank ausfällt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich, dann, das geht nicht. So kann ich nicht arbeiten. Du weißt schon, dass man sie wieder laden kann. Wo kann man Siri laden? Ich ziehe mal aus meiner Handtasche ein Ladekabel und halte es ihm vor die Nase. Ah. Lebensenergie für Sie? Gar nicht verkehrt. Du bist doch zu was zu gebrauchen. Ja, 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 doch, doch. Vielleicht ist ja in dem Haus von dieser Roki auch Strom. Da könntest du ja Siri laden. Vielleicht, ja. Aber ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber was mache ich, wenn sie hier ausfällt? Ich meine, sie hat nur einen Balken. Einen Balken. Dann machst du sie wieder an. Ja, der hat aber doch nur einen Balken Empfang und nicht Batterie, oder? Ja, der Empfang kommt ja wieder, sobald wir wieder, und sie schaut sich um, Zivilisation sind. Das kannst du nicht wissen. Doch, kann ich. Nein. Oh, doch. Und ich bin nicht gewillt, es auszuprobieren. Definitiv nicht. Du willst einfach nur nicht weitergehen. Und ja, ich kann das durchaus verstehen. Ich setze mich auf die Motorhaube. Also rein hypothetisch besteht die Möglichkeit, dass während wir in dem Wald sind, das gesamte Handynetz wegen einer Überlastung oder so ausfällt, dann hätte sie erstmal keinen. Aber sobald sie wieder zwischen drei Sendemasten triangulieren kann, kriegt sie auch wieder Netz. Das außerdem, vielleicht gibt es ja WLAN bei Roki. Nein, garantiert nicht. Wir sind im verfluchten Wald. Wald ist nicht gut. Wald ist nicht gut. Wald Warum? Ist nicht gut. Macht doch mal eine Probe auf euren Wits und Awareness. Kommt sofort, Sekunde. Alle oder nur? Ruhig alle, die so ein bisschen aufpassen. Was um sie herum auch passiert, so in der dunklen Nacht des Waldes. Gegen die 6. Einzige Licht, was ihr habt momentan, das Scheinwerferlicht des abgestellten Autos. Wenn ich nichts sage, gegen die 6, genau. Hm? Da fehlt ein Schrägstrich R beim Ein Leerzeichen. Ein Erfolg bei Melina. Mischkarte 4 Erfolge. Mhm. Ein Erfolg bei William. Es bleibt dabei, Lady Luck mag diese Runde nicht. Ach du Kacke. 53 D10, hast du so viele Punkte. Nehme ich. Natürlich. Du nicht. Power-Serie. Auf jeden Fall. Ja, ein Erfolg. Weil gelbe Haare, die zu Berge stehen und leuchten. Ein Erfolg und 4 Erfolge. Dem Jonathan fällt auf, dass irgendwo im Dickicht, etwas weiter entfernt, du schätzt so mit 4 Erfolgen grob, dass es vielleicht 500 Meter im Wald ist. Hörst du ganz viele Äste knacken und du meinst irgendwie Leute zu hören, die sich Befehle zubrüllen oder sowas. Und Emma hört nur so Knacken im Unterholz. Weißt aber auch nicht genau, aus welcher Richtung. Da hinten sind Leute und ich kann irgendwelche militärischen
Befehle hören. Meint ihr, dieser Rocky hat irgendwie Sicherheitsleute oder so? Hallo? Ich habe keine Ahnung, ob der Sicherheitsleute hat. Aber ich meine, wenn man so versteckt wohnt, vielleicht hat es damit was zu tun, dass man keinen Bock hat auf Besuch. Wäre ja möglich. Sollen wir uns auf die zupirschen und sie lahmlegen irgendwie? Oder? Kennst du dich damit aus, wie man militärische Leute ausschaltet? Ich kenne mich damit aus, aber ich habe die nicht wahrgenommen, leider. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Ich kann auch nochmal eine Probe würfeln, und zwar auf Animal Ken und Intelligenz. Animal Ken, was? Gut. Alles klar, mach ich. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ja, es mischt sich noch ein weiteres. Drei, der hat die 6 nicht gewertet. Ich habe den falschen Befehl eingegeben. Okay. Dann mischt sich noch ein weiteres Geräusch ein in diese Kakophonie des Gebrülls irgendwo im Dickicht. Es spitzt deine vampirischen Ohren ganz genau und sie hörst so ein tierisches Geräusch raus, was sich nähert, eurer Position nähert. Das hört sich an wie ein Tier, was näher kommt. Hufgetrappel vielleicht, aber es ist kein Pferd. Hufe? Aber es klingt nicht wie ein paar Hufe. Es ist zu nur das Getrappel, zu klein. Pony vielleicht. Kann es vielleicht sein, dass da jemand jagt? Ach so. Mitten in der Nacht. Hallo? Vampire haben vielleicht auch Spaß an der Jagd. Wir sind außerhalb der Stadt, da kann alles sein. Wir haben nur einen Balken. Richtig. Wir sind kurz vor der Steinzeit. Es trennt uns nur noch ein Balken von der Steinzeit. Stellt euch mal vor, wir kämen an einem Haus vorbei, wo sie Hühner im Hinterhof halten würden, um Gottes Willen. Wer macht denn sowas? Unglaublich. Also, ja, und wo man einen Balken empfangen hat, das ist echt unfassbar. Also, worüber redet ihr? Ich meine, ich bin zu stark darauf konzentriert. Siri, bleib an. Bleib bei mir. Siri, bleib bei mir. Bleib bei mir. Jagt irgendjemand oder ist eine Gruppe unterwegs mit Tieren? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir uns im Auto verstecken? Das ist auch eine schlechte Idee. Zumindest mal das Licht ausmachen vom Auto, oder? Ja, wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Ich habe das dann auch ausgemacht und das Licht auch. Okay. Dann müssen wir uns einfach vom Auto entfernen. Das einzige Licht, was ihr habt, ist das Handylicht von William. Ja. Dann gehen wir jetzt in Richtung Haus. Also diesen Weg weiter. Ja. Nein. Was ist es denn? Ein Laubwald, wo viel Laub liegt und das knirscht? Oder Nadelwald, wo du relativ leise in Anführungszeichen... Das ist Laubwald, das knirscht. Okay. Weil der Weg macht ja auch beim Drüberlaufen. Ja, so viel. Es ist auch relativ... Also die Bäume sind auch kahl momentan, weil es ja Winter. Also, ich bin ganz ehrlich, Melina, ich müsste mich jetzt auf euren Instinkt da verlassen. Das ist nicht so meine... ihr wisst schon. Also Melina, und ich werde nicht einen Schritt weitergehen. Dann bleibt er stehen. Da kommen irgendwelche Männer, die wollen uns vielleicht was Böses. Vielleicht suchen sie schon nach uns, weil wir den Prinzen nicht rechtzeitig abgeliefert haben. Oder sie suchen nach Siri. Woher sollen die denn wissen, dass wir hier sind? Und ich meine, siehst du die jetzt? Ich sehe die nicht. Ich bedeute Melina mal so pssst zu machen. Bedeutet, die sehen uns auch nicht. Komm, wir gehen jetzt. Aber nur unter Protest.
Also formell geht, oder informell? Ihr geht in dieser Dunkelheit da lang, wo er die Straße vermutet. Diese platschenden Geräusche durch dieses sumpfige Wegstücks. Und immer nur ein bisschen beleuchtet, wahrscheinlich von überall her sichtbar, das Handy-Display von William. Und ja, Melina geht vor. Ich gehe vor, ja. Dann noch einmal Wits und Alertness. Awareness, Alertness, ich vertue mich immer. War das, was übernatürlich? Alertness. Alertness. Awareness ist übernatürlich. Ja, Alertness meine ich. Diesmal besser. Mhm. Dann huscht ein relativ großer Schatten gerade über euch quer über die Straße. So knapp 20 Meter vor euch. Ich kann es aber nicht erkennen. Es war ziemlich schnell. Es sah ein bisschen aus wie ein Tier. Ein großes Tier. Also im Vergleich zu einem Hasen oder so. Ja, Überraschung, wir sind im Wald, hier gibt es Tiere. Okay. Weiter nach vorne. Also, ich könnte vielleicht ein klein wenig Licht machen. Wenn ihr wolltet. Ich auch. Ich ziehe mein Handy raus und mache die Taschenlampen-App an. Sehr schön. Okay. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Stimmt. Emma beleuchtet den Weg ein bisschen. Es ist nicht viel Licht hier in der totalen Finsternis des Waldes, aber es ist wenigstens ein bisschen Licht. Ihr könnt gerade so sehen, wo ihr gerade hintretet. Und als ihr in die 20 Meter kommt, seht ihr, dass irgendwie tiefe Spuren sich in den Weg gegraben haben von rechts nach links. Dass da wohl ein Tier durchgekommen ist. Sieht ein bisschen... Obwohl, ihr könnt ja mal einen Würfel machen. Gucken, ob ihr das erkennt. Animal Ken und Intelligenz. Melina hat keine Ahnung. Jonathan ist überzeugt davon, dass es ein Wolf war. Und Emma und William erkennen ganz klar, das muss entweder ein Wildtier sein oder es könnte auch ein Schaf oder so sein. Psst! Ich habe ein Schaf gehört! Nein, das ist ganz sicher ein Wolf. Wolf, Schaf. Nein, Wolf. Du weißt schon, dass Wölfe Pfoten haben und das hier ist definitiv keine Pfote, eher sowas wie ein Hufabdruck oder so ein paar Hufer. Vielleicht hat er eine verkrüppelte Pfote. Vielleicht du bist noch nicht städtischer als ich. Ich wusste nicht, dass das geht. Vielleicht bist du auch einfach nicht so intelligent, wie du denkst. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall ein Schaf. Schaf kann sein, aber hier draußen? Ja. Und jetzt kommen auch jetzt hören die anderen das auch, was vorher nur Jonathan gehört hatte. Dieses Stimmengewirr, was jetzt von der rechten Seite aus dem Wald dringt. Und man sieht auch irgendwo so kleine Lichter, die dann immer so zwischen den Bäumen aufflackern. Wie hört sich das an, das Stimmengewirr? Ja, als ob da irgendwie Leute sich lauter und lautstark unterhalten. Aber nicht jetzt militärisch. Das ist ja doch nochmal ein Unterschied. So kurze, knappe Anweisungen in einem harschen Tonfall. Also, Frage ist, wie gut sich Emma mit militärischem Slang auskennt. Ich habe Filme gesehen. Dann klingt es definitiv militärisch. Und für diejenige, die sich tatsächlich mit militärischem Slang auskennt? Es sind Kommandos zumindest, ja. Die da wie lauten? Ja, kann man nicht richtig, dafür sind die noch zu weit weg. Also so richtig Worte verstehen kann man noch nicht. Eher von dem Tonfall würde ich sagen, das sind Kommandos.
Irgendwie wir da lang oder hier lang oder hier drüben oder sowas. Ja, wir hätten nur so Warnwesten anziehen müssen, das sind Jäger. Aber die werden uns schon nicht für Rehe halten. Also gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr habt da recht. Sag ich aber, der Meister wollte mir ja nicht glauben. Ich glaube relativ viel, wenn der Tag lang ist. Bin sehr leicht, glaube ich. Ja. Dann geht er etwas weiter und ein paar Meter weiter, also ein paar 10 Meter, ein Dutzend Meter weiter, kommt wieder das Geraschel, diesmal von der linken Seite aus dem Busch. Da drüben. Ich denke, das war die Aufforderung, da mal rüber zu leuchten. Ja, dann. Dann nehme ich mein Handy und leuchte darüber. Ja, im Gebüsch neben euch scheint sich etwas zu bewegen. Also das Gebüsch raschelt so und bewegt sich. Und man sieht auch, dass da ist irgendwas drin in diesem großen Gebüsch. Ich gehe auf das Gebüsch zu und guck mal, irgendwie so, ob man das so zur Seite machen kann, irgendwie will da reingucken. Ja. Seid vorsichtig. Das Erste, was du wahrnehmen kannst, dass du die Gebüschteile zur Seite schiebst, sind zwei riesige Hörner, die ein bisschen geschwungen sind. Und ein unglaublich hässliches und vor Fratze verzogenes Boxgesicht. Mit langen, spitzen Ohren. Und es schnaubt dich an. Okay. Ja, es irgendetwas ist, auch ist in seinem irgendwie Blick so irgendwie. Mach nochmal Animal Ken und Intelligence. Das hat ja vorhin schon sehr hervorragend geklappt. Jetzt, wo ich direkt davor stehe, kann ich das einfach rein. Das ist definitiv ein Bock, ja. Allerdings hat er irgendwas so, irgendwie was in seinem Blick oder so, was ziemlich unnatürlich aussieht. Der scheint ziemlich aggressiv zu sein. Aha. Und der hat so, ja, aufgeplatzte Adern irgendwie so im Augenbereich vielleicht, könnte man das, so könnte man das nennen, wenn man es nicht genau weiß. Schnaubt dich böse an gerade. Wo du da so nur so handbreit vor ihm stehst. Melina, was ist da? Ein Bock mit großen Hörnern, bösen Augen und ich glaube, er fand das nicht so geil, dass ich sein Versteck gefunden habe. Dann komm da weg. Ja. Das ist ja gefährlich. Ich gehe rückwärts von dem weg. Ich traue mich jetzt nicht mehr, dem den Rücken zuzudrehen. Ja. Wir können mal eine Initiative würfeln. Muss eigentlich hier meinen Spielleiter spüren von. Brauche ich jetzt bestimmt gleich irgendwann. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich das mache. Dexterity und Wits plus ein D10. Genau. Mal gucken, wo ist der Bock? Da ist der Bock. Also wenn du deutschen Bogen hast, Geschicklichkeit und Geistesschärfe. Das weiß ich jetzt gerade nicht. In Englisch, glaube ich, ne? Nicht zu fassen. 8 Würfel und ein Erfolg. Nee, du würfelst ein W. 10 und addierst deine Punkte, die du da drin hast. Genau. Ach so, Leute. Ach so. Dann habe ich es natürlich auch verkehrt gemacht. Wenn ihr im Discord guckt, da habe ich schon so gewürfelt. Ja, also 9 dann, oder was? Also Melina 9. Ja. Immer. Ach so, hast du das eingetippt?
fancy Rechenbefehle für das Ding. Ja. Mhm. Fancy, fancy. Emma hat eine 5 gewürfelt eben, ne? 5 plus wie viel? Und 8, also 13. 13. Jonathan hatte... Was sind meine? Ja, 14. 14. Und William hatte eine 7 gewürfelt. Und wie viel hast du in den anderen? Dann habe ich eine 12. 12, okay. Warte mal, ich zähle jetzt, jetzt habe ich das immer deutlich begriffen, ich zähle den Wert des W10s plus. Mhm. Plus das, was du in Dexterity und in Wits hast, genau. Dann habe ich 17. Dann habe ich gedacht, ein Erfolg plus 7. Aber das sind dann 9 plus 7. Mhm. Plus 8 sind 17. 17, okay. Dann ist das Ding, bevor ich der Bock als allererstes dran mit Ansagen seiner Aktion. Ansagen seiner Aktion, was mache ich denn? Ja, wir sagen jetzt alle nach in aufsteigender Reihenfolge die Aktion an. Und dann zuerst handelt der, der am höchsten die Initiative hat. Das heißt, kannst mit deiner Ansage deiner Aktion warten, bis, wenn du eine hohe Initiative hast, bis alle das angesagt haben, was sie machen wollen, und handelst aber als Erster. So. Und der Bock möchte angreifen. Ja. Böser Bock. Und zwar die Melina möchte der angreifen. So, dann wäre William dran mit seiner Aktionsansage. Antonik. Ich blende den Bock mit der Taschenlampenfunktion von Siri. Okay, du willst ihn blenden. Okay. Dann ist Emma drin. Na, ich hatte ja aus dem Auto von dem Agenten damals diese Flinte oder was das war, mitgenommen und würde die jetzt auf. Also in die Richtung halten, aber ich schätze mal, Melina ist davor, oder? Ja, die stehen sich halt gegenüber, gerade an der Seite an dem Busch, und ihr steht quasi so schräg dahinter. Du könntest auf den Busch schießen, ja. Oder halt erstmal abwarten, was da so rauskommt. Ich heb die Piste, also diese Schrotflinte, und schrei Melina aus dem Weg. Mhm. Das wird sie vor ihrer Aktion dann noch hören, weil du bist ja vor ihr drin. Und was macht mit Melina? John ist nicht vorher dran mit Ansagen? Stimmt, ja, Entschuldigung, hab ich vergessen. Ja. Der stellt dann zurück, bis die gute Emma geschossen hat, macht dann so einen Sprung seitlich von Melina an den Busch und sticht mit seinem Schwert da rein. Moment, eine Aktion kannst du ansagen. Was möchtest du machen? Möchtest du angreifen oder möchtest du zurücksetzen? Also, ach so. Weil du kannst nicht warten, bis sie dran war, weil sie ist nach der dran mit Ansagen. Du bist zu langsam dafür, das abzuwarten. Sie handelt vor dir. Moment, nee. Emma handelt nicht vor mir. Also Emma handelt vor mir. Genau. Ja, genau. Emma hat doch die Knarre. Ja. Genau. Ja, ich war gerade verwirrt, ja. Genau. Mhm. Ja, kein Ding. Bis sie geschossen hat, warte ich und dann greife ich an. Okay, du müsstest also warten und dann angreifen. Okay, dann ist Melina dran. Ich spring aus dem Weg. Okay, und Verteidigungshaltung mehr oder weniger. Richtig, genau. Das gibt dir dann auch die Chance, dich zu verteidigen. Ansonsten hat man nämlich keine Verteidigung, wenn man sich nicht verteidigt sonst. Okay. Dann es springt Melina geistesgegenwärtig zurück und bringt Distanz zwischen sich und den Bock.
Während Jonathan zurückstellt und erst Emma dran ist, ruft weg da, nachdem sie schon ein paar Schritte weggelaufen ist. Und möchtest du auch schießen? Du hast auch gesagt, du wolltest schießen dann, wenn sie weg ist, oder? Ja, genau. Dann darfst du schießen gerne. Ich habe nichts auf Schusswaffen. Dann nur Geschick. Genau, dann kannst du nur Geschick würfeln und die Schwierigkeit steigt um 1, also dann gegen die 7. Die Geschicklichkeit war Dexterity, ne? Mhm. Denk dran, wenn du Fähigkeitspunkte in Celerity hast, könntest du extra Würfel generieren für deine Geschicklichkeit. Nein. Es ist ein lauter Speng und also ein lauter Knall schallt durch die Nacht und ja, du hast nicht ganz mit dem Rückstoß der Schrotflinte gerechnet und verziehst so, dass du quasi in den Boden feuerst. Gott sei Dank hast du niemanden getroffen. Dann ist Jonathan da und stürmt mit seinem Schwert nach vorne, was er genau instant machen kann. Das habe ich so vor und das ist... Dexterity und Melee. Mhm. Ja. Da sind 2 Erfolge. Mhm. Okay. Beziehungsweise Willenskraft kann man nur. Achso, nee, vergiss es, kann ich gar nicht ausgeben. Ich habe zu wenig. Hab ich's gesagt. Okay, 2 Erfolge. So, und dann schauen wir mal. Das Ding kann sich nicht großartig dagegen verteidigen. Oh, nee, es hat Dodge. Schau. Dodge. Ah, ich glaube. 2, Dexterity 3. Nee, du triffst das Ding. Und nimmst deine 2 Erfolge dann auch mit. Mhm. Ich meine 2 Erfolge. Muss ich nicht einen zum Treffen ausgeben? Habt ihr nur einen übrig für den Schaden? Genau, ja. Genau. Deswegen, genau, ich habe 2 Erfolge, kriege ich einen auf den Schaden drauf und Vorbereitung. Was macht denn ein Schwert an Schaden in der V20? Das habe ich nicht nachgeguckt. Du stellst Fragen. Ja. Tut mir leid. Disziplinen, Regeln. Tugenden, Erleuchtungen, puh, wo ist denn hier Ausrüstung? Bei Regeln vielleicht? Nee, System, Dramatik. Hier auch nicht draufstehen, ne? Klauen packen? Ne. Früher war es ein D10 plus 2. Also ein Biss macht Körperkraft plus 1 Schaden. Ja. Ja, aber schwer heilbar. Mit einer Waffe, je nach Waffe. Super. Ich kann gerade mal im Dark Ages nachgucken. Da waren ja eine Menge Nahkampfwaffen drin. Welt. Ja, ich warte Musik, Fahrstuhlmusik, wie dem auch sei. Kraftakte, wir kommen näher. Dabei, da ist Angriff. Schwert, Körperkraft plus 3. Plus 2. Plus 2? Mhm. Mhm.
Körperkraft. Da bin ich ja so super toll. Insgesamt 4, also 5 Würfel mit dem einen Treffererfolg. Ah, danke, Stefan. Körperkraft plus 2, danke. Hat das in dem Moment auch gefunden. Top, 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 top. Da ist ein ganzer Erfolg. Nee, gar nicht wahr. Einsen ziehen ja. Ah, nee, vergiss es. Der ist ein Erfolg. Hä, wieso? 4, 2, 4. Ach, 7, ja. Ja. Ja, das war Asche. Oh, immerhin. So, dann ist der gute William dran mit seiner Aktion. Im Namen von Siri befehle ich dir, bleibe stehen, was auch immer du bist. Und zack geht die Taschenlampen-App an. Und bescheint das hässliche Boxgesicht im Gebüsch. Und sieht jetzt auch, die anderen sehen das jetzt auch, was das da ist. Es ist ein ziemlich hässlich aussehender Bock. Mit großen Hörnern. Ibu. Ja, und dieser Bock setzt sich jetzt schneller, als ihr gedacht habt, in Bewegung. Und überbrückt in ziemlicher Schnelligkeit, die ihr dem Tier gar nicht zugetraut hättet, die Distanz zwischen dem Busch und der zurückgespruteten Melina und attackiert. Und zwar Sturdy und Brawl. Drei Folgen. Hast du sowas wie Ausweichen? Das gilt. Melina. Das gucke ich gerade. Wo steht das denn? Dodge. Als Skill. Ja, ich weiß, wie das aussehen müsste. Ne, das hätte ich dann selber eintragen müssen. Das ist keins von den Grundwerten, oder? Oder wie kann das denn? So. Eigentlich schon. Dann gucke ich da jetzt also gerade volle Kanone drüber weg. Ich sehe das nicht. Auf meinem Bogen steht es auch nicht. Deutsch. Aha. Definitiv nicht. Okay. Ich habe kein Deutsch. Bleibt da stehen, wie so ein Baum. Gut, bleibst du stehen, dann gehen die zwei durch. Und dann ist das Ding auch noch stärker als gesagt. Stärke 6. Plus. Was ist denn das? Das kann auch nicht sein, dass man da stehen bleiben muss. Wie sie Quatsch. 1, 2. Sind 6 aggraved Schaden, also die ganz schwere Schadensart. Bitte. Ja. So Seelenstärke? Nein. Ich glaube, als Blucher hat man keine Seelenstärke, leider. Ja. Nee. Zumindest, wenn man es nicht außer dem Clan geskillt hat. Ja, und also das, das Ding zieht dir jetzt gerade 6 Schaden rein. Das heißt, hier geixt. So ein Glück, X mit Balken drin. Ja. Also die Schwerheit. Also das Sternchen. Die man nicht einfach mit Blut wegheilen kann. 6 Stück davon. Mhm. War das nicht 5 Blutpunkte pro? Egal. Das ist echt mal crippled, ne? Ja. Ich würde es ja total sagen. Ihr seht, wie das Ding quasi in übermenschlicher oder überbockischer Geschwindigkeit aus dem Busch herausschießt und Melina voll auf die Hörner nimmt, die das Tier wahnsinnig unterschätzt hat. Und das Melina konnte nicht ausweichen, es gibt keinen Dodge. Melina gegen den nächsten Baum schmeißt, wo sie irgendwie in einer ganz merkwürdig verzerrten Pose liegen bleibt.
Melina! Ja, hi. Ich habe nur noch 3 heile Knochen in meinem Körper und die sind alle in meinem rechten kleinen Finger. Hat ich kann auch, euch nicht. Es hat auch ganz laut geknackt. Ich schieß nochmal, weil jetzt weiß ich ja, was der Rückstoß ist. Nächste Runde. Der Bock sagt an, dass er wieder angreifen möchte. Und Nummer 12 ist dann der William. Ich hoffe, der hat Dodge. Nein, ich habe keinen Dodge auf dem Bogen. Es gibt keinen Dodge auf dem Bogen. Es gibt keinen Dodge. Und du hast gerade eben irgendwas gesagt, wenn ich drauf vorbereitet bin, kann ich irgendwie abwehren. Kannst du nicht verteidigen, aber, ja. Ja, aber kannst du einen, ja, jetzt doch nicht. Also weder bei den Talenten noch bei den Skills noch bei Knowledge gibt es Dodge. Ist einfach so. Ausweichen ist ein Manöver mit Geschick und Ausweichen. Ausflüchte, Einschüchtern, Empathie. Seite 275 im Regelwerk. Ja. Aber um meine Aktion anzusagen, was ist nochmal Dementation? Irrsinn. Irrsinn 3. Will irgendwas mit Irrsinn 3 machen. Das irre. Das Ding. Egal. Das ist schon irre. Das macht nichts. Das ist schon irre. Ja, Dementation ist immer gut. Ja, ich mache jetzt Dementation 3. Ja? Warte, ich muss eben das Buch aufmachen. Ich habe ehrlich gesagt das Buch nicht auf. Mach schon mal bei den anderen weiter. Ja? Ich höre auch nicht hin, was die anderen machen, nur damit ich nachlesen kann. Okay. Sagen wir mal so, Melina, ich sag dir, weil wir das jetzt irgendwie hier so merkwürdig gemacht haben mit sie. Würfel mal Geschick und du hast ja keine Waffe, also Handgemenge. Brawl. Und zwar mit einem Würfel weniger, als du normalerweise hättest. Das sind 4 Erfolge. Dann kriegst du nur die 2 Schaden, würde ich sagen. Dankeschön, das... Hast du versucht, den anstürmenden Bock zu parieren, ja. Genau, schwer heilbarer Schaden, 5 Blutpunkte, um einen Schadenspunkt zu heilen pro Nacht, genau. Da muss man aber erstmal 5 Blutpunkte ausgeben dürfen. Was so kleine Vampis nicht dürfen, glaube ich. Gut. Ach ja, so, also der William sagte jetzt seinen Irrsinn an. Was war da, machte das genau? Ich bin gerade auf der Suche, entschuldige bitte. Ich mache Irrsinn 2 Spuk. Was ist also, das dann? Ich versuche den Geist des Opfers zu stimulieren mit intensiven, eingebildeten Visionen, Geräuschen, Gerüchen oder Gefühlen. Oh, okay. Damit flute ich jetzt sein Gehirn. Okay. Die wirken halt völlig real, sind aber
nur sekundenlang oder aus dem Augenwinkel zu sehen. Gut, gut. Also ich habe auch keine Kontrolle darüber, was das Opfer wahrnimmt. Mhm. Oder welcher Sinn betroffen ist, das kann ich alles nicht. Bla bla, System. Ich muss mir einen Blutpunkt einsetzen und Manipulation und Ausflüchte würfeln. Schwierigkeit entspricht der Wahrnehmung und Selbstbeherrschung oder Instinkt des Opfers. Okay. Manipulation und Ausflüchte, was ist das jetzt auf Englisch? Manipulation, logischerweise. Ausflüchten. Manipulation. Die Subterfuge. Mhm. Freut, dass ich das gar nicht habe. Wow! Ich bin ein total guter Malkavianer. Ich bin begeistert von meinen Fertigkeiten. Ja? Also irgendwie ist es nicht gut durchdacht gewesen. Naja, ich würfel dann mal. Ja. V. Oh. Eine Sekunde. So, jetzt kommt der wahnsinnige Wurf. Ein Erfolg. Immerhin. Mit einem Würfel. Immerhin. Immerhin. Ja, was steht dir? Das können wir ja dann gleich machen, wenn du dran bist. Emma ist erstmal dran mit Ansagen noch. Wollte ich schießen? Ja, genau. Hm? So, Jonathan wollte wieder angreifen. Genau, zurückstellen hinter Emma, bis sie geschossen hat, und dann angreifen. Und Melina wird sich wahrscheinlich irgendwie sortieren und allem Möglichen, was da kommt, ausweichen oder so. Ja, alle Knochen abklopfen, was noch heil ist. Hm. Gut. Ja, so genau. Einmal gut, alle dann durchgehen. Ist zuerst Melina dran. Denk dran, wenn du irgendwie Celerity oder sowas hast, kannst du dir auch extra Aktionen machen und so, ne? Nee, das habe ich nicht. Wer kommt auf die Idee, dass wir bei dir kämpfen müssen? Das auch noch ein Vampire. Es ist ein Bock! Wieso habe ich ja eigentlich keine Waffen? Das ist doch ein sehr hässlicher Bock. Ja. Und kein ganz normaler Bock. Ein böser Bock mit wirren Augen. Böser Bock. Ganz, ganz böser Bock, du. Also, um Meboren mich selbst bewaffnen. Also es ist typisch hier für die ganz alten Abenteuer, das habe ich in einem anderen alten Abenteuer von Vampire auch schon festgestellt. Also Aggraved Weapon Wounds von den Hörnern und 3 extra Damage auf alles, was die Dice hergeben. Das ist schon. Übel. Ja. Aber früher scheint das alles tödlicher gewesen zu sein. Bestimmt. Okay, dann schießen wir jetzt mit Emma hoffentlich den Bock kaputt. Nicht mit Lady Luck. Immerhin ein Erfolg. Wuh. Das heißt, du triffst. Irgendetwas. Melina, tut mir leid. Den Bock triffst du wohl. Genau. Jetzt direkt wieder gucken, was macht denn so eine Schrotflinte. Wenn der Stefan jetzt hier im Chat ist, kann er ja mal gucken oder mal reinschreiben, ob er das direkt schon weiß, was eine Schrotflinte macht. Er war eben auch schon so fix. Flinten müssten so um die 3 sein. Wo haben wir es denn? Biss, Streufeuer, Dreier, Salvelina, Waffen. Revolver, Glock, Beretta, Gewehr, Schrotflinte. 8 Schaden. Wow. Mhm. Das ist ja nicht zum Spaß hier. Dann 8 Würfel hast du. Sehr.
Eins negieren nicht. Also zwei Schaden für den Bock. Und natürlich ist es tödlicher Schaden. Dann ist Jonathan dran, der zurückgestellt hat. Ja, genau. Hast du jetzt den Wurf fürs Treffen genommen? Du hattest noch gar nicht gewürfelt gehabt. Nee, hatte ich noch nicht. Jetzt, weil 8 Würfel hast du gesagt und 6 sind. Einzel also sind nicht. 5 Erfolge. Genau. Ja, dann sieht man ganz klar, dass der Bock von mehreren Schrotladungen durchsiebt wird und einmal zur Seite weggeschleudert wird und auf dem Boden liegen bleibt. Ich setz trotzdem nach, sicher. Danke, Stefan. Na toll, das lohnt sich ja. Ich habe ihn getroffen. Juhu! Mit dem Schwert einmal nachgestochen in den am Boden liegenden Bock. 3. So. Jetzt bleibt aber nichts mehr über, was irre gemacht werden kann. Dann verfällt die Aktion, wenn der Gegner schon tot ist, oder? Ja. Das heißt, auch die Blutpunkte, die William ausgeben wollte, kann er sich sparen. Wird er vielleicht noch woanders brauchen. Ja, dann renne ich auf Melina zu und versuche ihr aufzuhelfen. Und ist alles okay bei dir? Ja, ich muss... Oh, das hat ganz schön wehgetan. Alter, da habe ich auch nicht mitgerechnet, dass das so abgeht. Ach du Scheiße, ich habe gerade... Okay. Ich habe was vergessen beim Bock, aber gut. Hätte nicht viel geändert. Okay. Das Mario war noch stärker. Ja. Ja. Wir müssen nicht zu einem Arzt. Wie macht man das jetzt eigentlich? Ich schaue mal so zu Jonathan. Sie muss sich auf ihre Körperheilung konzentrieren. Die braucht aber viel Ruhe dafür. Und muss eine Menge Blut einsetzen. Richtig. Aber ich rappel mich so hoch. Also wenn ihr mich stützt, wir haben einen Auftrag, Leute. Wir müssen zu dem Haus. Jetzt hört man auch irgendwo Stimmen, die näher kommen. Also jetzt, die man auch als Stimmen vernahmen. Was war das für ein Schuss? Hier hinten, Leute! Ja, schnell weg hier. Ja, ich versuche sie zu stützen irgendwie und weiter. Da ist auch Licht! Siri, du verrätst uns. Ja, während ihr schon los drauf steht, dann sind immer wir sollten los. Oh. Richtig. Psst, Siri, psst, sei leise jetzt. Ruhe, Mann. Ich hab gesagt, Ruhe. Ihr werdet stapft durch den matschigen Untergrund und merkt recht schnell, dass die wohl relativ viele sind, um die 10 Mann oder so, und dass die sich ziemlich weit ausgeschwärmt sind. Und dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, diese Grotte zu vermeiden, wenn ihr jetzt weiter nach vorne geht. Das heißt, entweder ihr versteckt euch oder ihr konfrontiert die. Wir verstecken uns. Wäre ich dafür. Mhm. Okay. Dann brauche ich einen Wurf auf Verstecken. Moment. Stealth? Genau. Oder was machen wir dann? Mhm. Ja. Und Dexterity. Mit was? Dexterity. Hide gibt's ja nicht. Stealth sein. Yes! Wenn man den Würfelgold braucht, ist er da. Oder Lady Luck. Ne? Ja. William? Alle bis jetzt geschafft. Sehr gut. Mhm. Nur jetzt, William muss noch Siri verstecken.
Ja, Siri. Kann man das hier irgendwie mit Unterstützung machen, dass ich jetzt womöglich Ihnen irgendwie mit meinen Erfolgspunkten noch aus meinem Versteck springen kann, ihn da reinziehen kann? Und er könnte einen Willenskraftpunkt ausgeben. Genau. Ich weiß ja nicht, dass ich nicht versteckt bin, also von daher. Okay, dann sieht man, wie ihr alle in die Gebüsche euch schlagt und hinter Bäumen versteckt. Und auch William versteckt sich hinter einem... Ja, wo willst du dich verstecken, William? Zu einer dünnen Birke. Was ist denn da? Hält so ein Zweig also nach oben. Ja, es ist halt überall, ist halt so, ja, überall Bäume und Gebüsche und sowas. Ist halt schon, ja, dann nehme ich ein bisschen Schlamm, mhm, und mache ihn mir ins Gesicht. Ja, und stelle bei mich, Rambo, sehr gut, ja. Genau, und stelle mich dann neben den Baum. Okay. Breit grinsend, damit man die schönen weißen Zähne sieht. Genau, und guckst weiter, ob Siri weiter Empfang hat. Das wird dann wahrscheinlich das, was dich außerdem noch verraten wird. Obwohl, das wäre eher gewesen, wenn du gebotcht hättest. Nee. So dumm ist William ist auch nicht. Gut, dann kommen die näher. Ich würfel mal für die... Was kommen wir denn hier? Wits und... Na, wo haben wir denn den Wert von die? Da, 2 und 3. Schau ich mal, ob sie den super getarnten William entdecken. Nein, die sind ziemlich dämlich. Und rechnen jetzt auch nicht unbedingt damit, dass da irgendwie einer total gut getarnt an dem Baum steht. Und ja, nähern sich auch zuerst dem Bock und der scheint die volle Aufmerksamkeit, zumindest der ersten Leute, die in euren Blickfeld geraten, auf sich zu ziehen. Und deswegen kümmern die sich auch gar nicht groß drum, ob da jetzt noch irgendwer außenrum sich versteckt. Ich hab ihn gefunden! Das ist laut gerufen. Dann kommt ein zweiter hinzu. Untersuchen ihn. Irgendjemand hat den Bock erschossen. Warst du das? Klar. Ich war's. Ich hab den Bock erlegt. Und dann kommen ein paar mehr dazu. Er hat den Bock erlegt. Super, hast du gut gemacht und so. Die sind alle ziemlich merkwürdig angezogen. Soweit ihr das im Dunkeln ausmachen könnt, die tragen halt Fackeln bei sich. Oder einige haben auch Laternen. Und die tragen merkwürdige Kutten. So ein bisschen wie die Kuckucks-Clan-Mitglieder, nur nicht in weiß. Sondern in so einem komischen Kackbraun. Aha. Aber mit spitzen Hüten oder was? Genau. Alter Verwalter. Ah, hast du gut gemacht, so. Ja. Musst du. Na, dann fangen die an, das Ding zu schultern und gehen wieder in die andere Richtung weg. Ich flüster den anderen zu. Was waren das denn für welche? Ich hab keine Ahnung. Wo ist das Stottern? Er wird stolz auf dich sein, ja, richtig. So schnell hat noch niemand den Bock gefangen, ja. Das unglaublich. Würden die das öfter machen. Und das klingt, als würden sie das für jemanden machen. Ich hab den einfach so erschossen, so. Wo ist denn deine Gewehr? Ach, das hab ich da hinten wegge, das war schon so halb kaputt und dann im Kampf mit dem Bock und so. Ich hab's gar nicht, hab gar keinen Schuss gehört. Doch, da hinten, der eine Schuss, den ihr eben gehört, das war ich. Oder warst du auch neben mir? Nein, das war anders und so. Ja. Hauptsache Killclaim machen, der Rest ist egal. Ja, komm, lass ihn. Können wir dann jetzt zu dem Haus gehen?
Die Frage ist halt, in welche Richtung liegt das Haus? Also ihr könnt die Straße gerne weiter lang gehen. Ja. Gut, dann geht ihr die Straße weiter lang. Und nach unten, also die schlängelt sich noch ein paar Kilometer weit durch den Wald. Und es ist sehr anstrengend, hier durch diesen Modder zu stapfen. Und es macht mal Linksabbiegung, mal Rechtsabbiegung und so. Und ihr fühlt euch, als ob ihr unglaublich lange unterwegs seid. Und ja, William guckt immer noch ganz erschrocken auf die Anzeige seines Handys, weil manchmal hat es so den Anschein, als ob der letzte Balken auch weggeht, aber dann ist er sofort wieder da. Also der Empfang hier ist wirklich nicht besonders gut. Ja, und dann seht ihr tatsächlich etwas Helles irgendwie durch das Gebüsch. Und die Straße führt auf dieses Helle zu. Und es scheint irgendwie eine Art Hof oder sowas zu sein. Sind die Leute auch in die Richtung gegangen? Mach mal eine Probe auf deine Orientierung. Also auf... was kann man denn? Perception vielleicht. Und... Survival. Das ist so klar. Nee, das muss in der... entweder bist du echt nicht sicher. Also, ihr seid ein paar Mal links und rechts gegangen. Das war schon... Außerdem ist es dunkel und so. Wald ist eh nicht so dein Ding. Keine Ahnung, wo die lang gegangen sind. Aber höre ich noch irgendwelche Geräusche oder so? Ihr hört in der Tat so was Ähnliches, was so ein bisschen klingt wie ein Fest. Vielleicht sollten wir da jetzt nicht hingehen. Wenn die da jetzt feiern oder dass da alle... Die kommen mir komisch vor, die Leute. Bestimmt sind die das gewesen, die da hingegangen sind. Wohin gegangen? Na, da zu diesem Fest. Ach so. Und Melina ist verletzt, also... Sie ist die Einzige, die wirklich Ahnung hat, was Kämpfen angeht. Pack! Das haben wir ja. Faustschlag in die Gesicht von William. Oh Mann. Ja. Ich will da trotzdem näher hin. Ich will das gucken, was die da machen, ob das ist. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Jetzt habe ich mir so viel getan wegen diesem Scheiß. Jetzt will ich auch wissen, was dahinter steht. Schleicht ihr euch an das Gehöft heran und macht nochmal eine Probe auf euer Dexterity und Stealth. Entschuldigt die Damen, aber es ist nicht einfacher, wenn... Ich gucke Melina an, hat die Militärklamotten an? Nee, aber dunkel. Also schon unauffällig. Wenn zwei Damen sich im Wald verirren und nach dem Weg fragen, als wenn ein... William an, großer, starker Kerl und ein, Wissenschaftler, der dabei ist. Ja, von mir aus dürft ihr gerne hier stehen bleiben. Ich schleiche da jetzt hin und gucke erstmal ins Fenster. Und wenn die mich sehen, kann ich ja immer noch sagen, scheiße, ich habe den Weg verloren. Erstmal versuche ich, ohne da irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, durchzugehen. Ja. Dann einmal die Probe, bitte. Jawohl. Yo. Vier Erfolge. Ja, gut. Ich verschmelze mit dem Fall. Und schleichst dich an. Möchte noch jemand mitschleichen? Und dann lässt du Melina alleine gehen. Ich höre keinen Widerspruch, also. Nö, nee, Humpelstilchen geht vor. Genau. Ich habe mich verlaufen und da bin ich auch noch verletzt. Ja, also ich komme aus dieser Sache auf jeden Fall. Sind das Spuren von Bockhörnern? Nein, nein, nein. Nein. Diese Abdrücke sind von einem Baum, finde ich, gelaufen. Ich bin gegen so einen Ast gelaufen, ja. Ja, du näherst dich dem Hof
siehst, dass da wirklich irgendwie so zwei Häuser, irgendwie so ein Schuppen und wahrscheinlich ein Wohnhaus. Hallo? Test. Test, ja, hallo? Ja, wir hören dich. Ah, okay, wunderbar, ja, egal. Was jetzt ist gut. Machst du eben weg? Okay. Ja, also wahrscheinlich ein Wohnhaus und ein Schuppen oder so. In dem Wohnhaus und in dem Schuppen sind kein Licht. Das heißt, wahrscheinlich keiner drin. Weiß man ja nicht so richtig. In der zwischen den beiden Häusern steht ein, ja, so ein, eine Art Bus. Also ähnlich so ein alter amerikanischer Schulbus, könnte man sagen. Mhm. Ziemlich rostig und heruntergekommen sieht der aus. Und ja, hinter dem Schulbus siehst du, dass da ein kleiner Abhang nach unten geht. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre es so eine natürliche Freilichtbühne hier. So eine Art Amphitheater oder sowas, könnte man sagen. Zumindest sind da irgendwie so Sitzplätze eingelassen und es geht halt so nach unten. Und unten ist halt wirklich sowas an einen kleinen Berghang angelehnt wie eine Art Bühne. So eine Waldbühne oder was? Genau. Kennst du ja von hier, wir waren ja auch schon mal hier da. Ja, die Freilichtbühne. Sowas ähnliches ist ja eine Freilichtbühne halt. Und ja, die 10 Hanseln, die ihr wahrscheinlich, die immer noch mit ihren tollen Kuckucksklan, wir sind aber gar kein Kuckucksklan, Zipfelmützen und Kutten da rumlaufen, haben die auch immer noch an. Es brennt ein großes Feuer, über dem irgendwas gedreht wird. Ziemlich groß, sieht aus wie ein Bock. Ein großer Kessel ist da, steht daneben. Ja, und irgendein Typ steht in der Mitte und schwenkt so eine Kelle und redet gerade irgendwas, was man relativ schwer verstehen kann. Und so weit weg, wie du gerade noch bist. Mhm. An dem Haus, steht da die Hausnummer dran, die wir gesucht haben? Oder irgendwie das am Klingelschild? Hausnummer. Alter, man kriegt im wahren Leben total Stress mit dem Postboten, wenn der Name nicht richtig auf dem Briefkasten steht. Was steht auf dem Briefkasten? Aber vielleicht, nicht in Amerika. Vielleicht will der keine Post kriegen oder so. Ja. Vielleicht ist er der Postbot. Manu. Ja, dann gehe ich da nochmal weiter hin, versuche aber so weit wie möglich in Deckung zu bleiben und zu gucken, was die da machen und mal zu horchen, ob ich was verstehe von dem, was der Typ da rumbrüllt. Es macht den Eindruck, als ob das eine Art Ritual wäre, was die da abhalten. Irgendwie, du vernimmst so Laute wie, ja, und der Satan, ihr habt den Satan erledigt und nun könnt ihr seine Kraft aufnehmen und und dann gehen die alle so nacheinander nach vorne und kriegen alle aus diesem Top-Bottich irgendwie so eine Kelle zu trinken. In so große Methörner rein und dann trinken die das und dann tanzen die so um dieses Feuer rum und dann wird das, sieht alles ein bisschen merkwürdig an. Ja, klingt so. Auf jeden Fall irgendwas Satanistisches. Das konnte man vernehmen. Aha. Passt einer von denen auf die Beschreibung von diesem Rookie? Naja, die haben ja alle diese Kapuzen auf, deswegen ist das nicht ganz so einfach. Okay, aber von der Statur her? Ja, mehrere. Schade. So also eine außergewöhnliche Statur hatte der Rookie jetzt auch nicht. Das ist doch scheiße. Aber wenn das sein Haus ist trinkt und die da gerade schön... des Satans! Kalt ist hoch. Nehmt ja. Ein. Macht ihr mal. Ich würde gerne trotzdem in das Haus einsteigen wollen. Ich laufe nochmal eben zu den anderen zurück und sag denen, was ich vorhab, damit die wissen, wo ich so lange bleibe. Genau. Leute, die sind da gerade ziemlich hart am Feiern und ich glaube nicht, dass davon so schnell einer ins Haus geht, wenn jetzt das wirklich stimmt, dass der Prinz hier in dem Haus von dem Rookie festgehalten wird, dann ist er entweder im Haus oder im Schuppen. Und die sind gerade mit Licht aus und abgesperrt und alles. Das sollten wir nutzen, dass wir jetzt eine gute Gelegenheit haben, das zu durchsuchen.
Und wenn die uns erwischen, die sind zu zehnt. Ja. Dann haben wir uns im Wald verlaufen und sucht ein Klo. Das macht in nicht. Deren Haus, ohne Klingeln, ohne sie anzusprechen. Da hat keiner aufgemacht, aber ich musste so doll pipi, das ging nicht anders. Ich brauchte ein richtiges Klo. Ich bin voll das Luxusweibchen, ich kann nicht einfach ein Salz. Außerdem glaube ich schon, dass sie definitiv eine Autogrammkarte von mir wollen. Ich ja. Bestimmt eine Autogrammkarte dabei. Ich durchsuche meinen Mann. Vielleicht haben sie im Haus noch weitere dabei. Solche Kutten und wir können so tun, als würden wir dazugehören. Ich will das wirklich ausprobieren. Wenn ihr da nicht mitmachen wollt, dann bleibt hier stehen und verhaltet euch unauffällig und erregt keine Aufmerksamkeit, dann macht das alleine. Nein, wir sind da dabei. Okay, dann folgen Sie mir. There is no I in team. Sehr gut. Was für ein bekloppter Spruch. Aber ich gehe gesenkten Kopfes hinterher. Dann macht doch alle auch nochmal hier eure Dexterity- und Stealth-Würfe, ob ihr erkannt werdet, wer da rumschleicht. Ich habe schon eine Botch gesehen. Ja. Ich habe schon eine Botch gesehen. Ich hasse Lady Luck. Ja, ich weiß irgendwann, ich weiß warum. Ja, das ist doch scheiße mit 7 Würfeln. Schauen wir mal. Ja. Die unauffälligste Truppe, die überhaupt rumläuft, sind wir. Ja. Unauffällig. Voll die Trampe. Ja. Nur noch unauffälliger, wenn wir braune Kutten an hätten. Ja, der Beste von uns hat nur einen Erfolg. Das ist so großartig. Aber ich finde, wir sollten auch eine Erleichterung kriegen, weil die machen ja da laut Party. Ja. Und sind einen Abhang runter. Komm, Meister, bitte. Lass uns nicht schon vor der Haustür scheitern. Okay, dann dürft ihr nochmal würfeln. Aber nur weil ich heute so lieb bin. Ja. Also ich behalte Gnade. Wenn du jetzt noch sagst, ich darf mit Würfeln würfeln, dann bin ich wirklich vollkommen dankbar. Ich habe jetzt 4 Erfolge. Für mich hat sich das auch nur Erfolg 2 behalten. Erfolge. Ja, komm, es hat sich für alle verbessert. Das schaffst du auch noch, Mischka. Ich habe 2 Würfel. Ich habe davon einen Erfolg gewürfelt. Ich glaube. Ja, gut, Mischka darf sein behalten. Okay, na, Mischka darf sein behalten. Gut. Gut. Dann würfel ich auch nochmal. 6 Erfolge. Nein, du musst jetzt schlechter würfeln. Das war der Sinn des Ganzen. Na, ich guck mal. Immer noch 3 Erfolge. Obwohl ich diesmal schwieriger gewürfelt habe, aber gut. Gut, dann schleicht ihr zwischen den Häusern. Wollt ihr Richtung Stallung oder Richtung Wohnhaus schleichen? Richtung Wohnhaus. Ich stelle mir ja für einen Vampir ein ganz gutes Versteck im Keller vor, eher als im Stall. Gute Idee. Dann erreicht ihr das Wohnhaus an der Front oder an der Hintertür, könnt ihr euch aussuchen? An der von den feiernden abgewandten Seite. Also an der Hintertür, ja. Und die ist tatsächlich abgeschlossen. Was? Wir sind hier mitten im Nichts. Warum hat die jemals eine Haustür abgeschlossen? Und in Amerika? Im ländlichen Amerika. Da schließt doch keiner seine Haustüren ab. Bus. Das wurde, dass keine Selbstschussanlagen da sind. Wer weiß, vielleicht habt ihr die schon ausgelöst. Das hätten wir gemerkt, wenn uns jemand in den Arsch geschossen hätte, oder? Stacheldraht und Minen. Ja. Alle scharf gemacht jetzt. Was war denn nochmal Schlösser knacken? Larceny oder was war das? Larceny. Ja. Mit was wird das kombiniert? Dexterity. Dann probieren wir das doch mal aus. Drei Erfolge. Wie schwer ist die Tür zu knacken? Ja, gar nicht so schwer. Macht relativ schnell Klack und du kannst ihr das Schloss aufmachen. Und, ach, der alte Kreditkarte.
Und ja, steht ich kenne auch einen Trick mit einer Kreditkarte. Sie muss aber golden sein. Oder schwarz. Ja, natürlich black. Steht hier in einer Art Küche. Ja. Also in einer Küche, nicht in einer Art dann Küche, in einer Küche. Dann würde ich mal irgendwie auch gucken, ob ich mit dem Handy Taschenlampenlicht da zumindest so weit irgendwie, dass sie wieder einen Hausflur finden und eine Treppe, die nach unten geht, Richtung Keller. Anscheinend hat dieses Haus keine Kellertreppe. What? Said what? Dann durchsuche ich. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Kann man die anderen Räume so abdunkeln, dass da nichts reinkommt? Wahrscheinlich auch irgendwie. Dann suchen wir die Räume durch. Genau, Stefan, genau. Ihr durchsucht die Räume, ja, und findet tatsächlich eine Art Arbeitszimmer. Hat Stefan wieder für schlaue Einsichten, behalte mir das nicht vor. Ja, wie also, sind wir hereingekommen? Die Tür nimmt Kreditkarten, meint er. Ja, danke. Ja, und ihr findet eine Art Arbeitszimmer, in der mehrere alte, speckige Bücher sind. Mhm. Und als ihr dann da reinstolpert oder reingeht, gehen Jonathan zumindest die Augen über, weil es ist so viel alte, okkulte Literatur, wie er schon seit Studienjahren lange nicht mehr gesehen hat. Also er ist ja ein wahrer Fan der Parapsychologie unterwegs. Ich guck mal, ob das so wie soll man das jetzt nennen? Hobby-Schrägstrich Science-Fiction-Werke sind oder ob das fundierter Kram ist. Alte Werke, also eher so Sachen, wo man auch sagen würde, also die du auch so in Sekundärliteratur mal erwähnt gefunden hast, aber die es anscheinend auch angeblich nicht gar nicht mehr geben soll. Und, wow. Und wir kriegen Jonathan nie wieder aus diesem Zimmer raus. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Und ja, dann gucke ich mir die Bücher an. Das dann lass ich die eins in so eine Innentasche von mir kriege. Es geht halt ganz zwei, viel um Blutrituale und so. Das dominiert zumindest. Ist relativ viel satanistischer Kram auch dabei. Auch einiges, wo du sagen würdest, ja, das ist Humbug und so, aber zum Beispiel auch eine Ausgabe deines Buches findest du auch relativ irgendwo im Regal. Aber halt das Buch hoch! Yeah, you're famous! Also, wenn er nicht von ihm und ich zeige auf William eine Autogrammkarte will, dann vielleicht von dir. Dann von Jonathan. Genau. Ja, wobei das Buch jetzt eher so auf so einem Haufen weg, irgendwie so halb neben dem Mülleimer lag. Aber gut, es lag da. Ja, spannend wäre jetzt zu gucken, ob da irgendwas im Blutritual im Zusammenhang mit Vampiren steht. Weil nämlich der Typ war ja gegoolt, der Roki, aber wahrscheinlich überschrieben von was anderem, was stärkerem. Ja. Wenn das jetzt bei ihm hier zu Hause irgendwie stattfindet, das wäre ja bei so einem Blutritual total einfach, den irgendwie Vampirblut unterzujubeln und die auch irgendwie zu coolen oder so, keine Ahnung. Ja. Da würde ich mal überlegen, oder wenn das in eine ganz andere Richtung geht, dann vielleicht so diese okkulte Kiste, wir feiern ein Riesenfest, weil wir führen einen Vampir seinem endgültigen Tod zu oder irgendwie so ein Megaparty. Mach mal einen Perception und Investigation Wurf und der Jonathan kann auch mal Perception statt Perception und Investigation Perception und Okkult würfeln. Nein, das war einfach mal völlig daneben. Na gut, Melina hat jetzt auch nicht so die Ahnung von so wissenschaftlichen Sachen und so. Drei. Ich kann gerade plötzlich überhaupt nicht mehr lesen. Ja, die Schrift verschwimmt von deinen Augen. Das ist auch so dunkel hier drin, ne? Emma, viele Bücher und so waren eher auch noch nie Emmas Sache. Es sind auch keine Noten hier, also nichts zum Singen und zum Musik machen. Also. Man.
Ich sollte auch würfeln, ich dachte nur für die beiden. Nee, alle, die da sind. Und okay, was war gewürfelt? Perception und Investigation. Zum Durchstöbern des Raumes, zum leeren Durchstöbern des Raumes. Perception and Investigation. Meine Paradedisziplin. Jonathan, du bist. Was kann William eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht so ganz. Oh Gott, ja. Ist nichts von mir. Warum? Siri, kannst du mir bitte sagen, warum steht hier kein Fernseher? Und warum ist hier nirgendwo eine Literatur über Wrestling? Das ist alles Schrott. Ich nehme die Bücher und aus dem Regal und schmeiße sie durch den Raum. Ja, genau so ungefähr sieht das aus, während Jonathan versucht, Struktur in den Raum reinzukriegen, um vernünftig suchen zu können. Wühlen Melina und William so derartig wüst in dem Raum, dass sie alles wieder durcheinander schmeißen, was du da gerade stapelst. Könnt ihr mal aufhören? Ich bin kurz davor. Während Emma einfach nur wahrscheinlich einfach nur so dasteht und das Treiben mit skeptischem Blick begutachtet. Na gut, wenn ich Jonathans verzweifeltes Gesicht sehe, höre ich. Entschuldigung, ich meinte jetzt, ich bin kurz davor, ein Ergebnis zu finden. Alles andere könnte man missinterpretieren. Ja, Jonathan, guck wieder mein Alter, jetzt, danke, dafür, da, jetzt komm. Mit deinen drei Erfolgen, Jonathan, würfel mal 3 W10, ne? Und sag mir hoch oder niedrig. 3 W10 immer hoch. Soll ich die würfeln oder du? Du suchst ja. Sieben, fünf und neun. Und du hast hoch gesagt. Das heißt, du hast zwei schöne Bücher gefunden, die dir weiterhelfen. Und zwar einmal findest du ein Buch wirklich, das man von vampirischer Magie sogar handelt. Was, wo du gedacht hättest, das könnte auch in eine Bibliothek von den Tremere passen. Und zwar ziemlich speziell werden Blutrituale beschrieben. Ist ja genau mein Ding. Genau, ja. Und du fragst dich auch ein bisschen, wie kommt ein... Ja, okay, er ist ein Ghoul, aber wie kommt er an Literatur der Tremere? Und du blätterst weiter in dem Buch hin und findest sogar irgendwo so einen kleinen, so ein kleines Siegel von der Pyramide. Das wurde meinem Haus entwendet. So einer dunklen Stimme. Und das zweite Buch, was du findest, befasst sich ebenfalls mit Vampirismus, und zwar, wie man ihn heilen kann. Beziehungsweise, wie der übertragen wird. Und da ist besonders eine Stelle irgendwie fett markiert, und zwar, dass man wohl den Fluch des Kain halt auch auf Menschen übertragen kann. Ohne dass der Vampir das auslöst. Allerdings braucht man dazu ein Ritual und einen mächtigen Vampir. Da fällt der Prinz ja schon mal raus. Ja, würde ich mal die beiden Bücher bei mir in meine Umhängetasche verstauen. Ja. Sicher ist sicher. Und ich bin jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht raus bei die Typen gehe. Immerhin haben sie ein Buch von mir. Von deinem, klar. Aber, in dem Moment, wenn die auch, diese Info... Nee, das Buch, was neben dem Mülleimer lag. Aber, wenn die ja ein Ritual mit einem Vampir machen wollen, dann wissen die, dass es Vampire gibt. Sonst hätte ich mir gedacht, ich könnte irgendwie Feuer in meiner Hand erscheinen lassen. Hier, ich bin Satan, betet mich an. Aber, besser nicht. Du erinnerst dich auch, dass Rookie der Lieblingsghoul des Prinzen war. Das heißt, der weiß auf jeden Fall, dass es Vampire gibt. Unklar, ob Rookie jetzt hier ist. Das ist richtig. Das vermuten wir ja im Moment nur. Gut. Tja, also sie haben, ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sie haben zum einen ein Buch aus der Pyramide, aus dem Hause Tremere. Also das darf nur jemand aus dem Haus besitzen. Deswegen habe ich es auch an mich genommen. Und ein
Buch darüber, wie man Vampirismus überträgt, ohne von einem Vampir gebissen zu werden. Also von Menschen erschaffene Vampire oder durch Magie erschaffene Vampire, so wie es Tremere ursprünglich tat. Genau. Das ist gefährlich. Okay, wie haben die das gemacht? Bedeutet das, dass die trotzdem Blut von einem echten Vampir brauchen? Sie brauchen, steht nicht zum Blut, aber sie brauchen einen mächtigeren Vampir für das Ritual durchzuführen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie den Prinzen als mächtig kategorisieren, was aber unter, guckt sich nochmal so um, kommt näher, allen Umständen verhindert werden muss, ist, dass sie unseren Methusalem in die Finger kriegen. Aber hallo. Ja, gut, dann müssen wir jetzt umso mehr den Prinzen finden, weil ich befürchte nämlich, dass mit ihrem aus dem Kessel Geschlürfe da draußen schon genau das passiert, nämlich gut, was können wir irgendwie nochmal einen Schnelldurchgang durch andere Zimmer im Haus machen? Das dürfte ja jetzt, wenn das das Arbeitszimmer mit den fancy Büchern war, wahrscheinlich den Prinzen angefesselt an einen Stuhl oder irgendwie was, keine Ahnung. Ich meine, wenn da jetzt nur noch irgendwie Badezimmer und Schlafzimmer ist, dann würde ich mal pro forma irgendwie in den Schrank gucken oder irgendwas, aber wie Schlüpper aussehen, weiß ich. Also da brauche ich jetzt nicht nachgucken. Schlüppermäßig. Der Prinz gefesselt mit Strapsen im Schrank, ist klar. Ne? Sado-Vampir-Cloedo. Gut, dann die Scheune. Wenn im Haus nichts weiter ist. Vielleicht wieder rüber. Oh, gab es ein Obergeschoss? Nein, es war einstöckig. Dann gab es eine Außenluke zu einem Keller? Nein. Genau, ist ja auch noch was. Ja, dann die Scheune. Die Stall oder was das war. Ja. Macht die Stalltür auf und da sind ganz viele Boxen, wo Tiere drin sind. Kühe und ein das Pferd. Bestimmt Opfertiere. Ja, oder einfach Tiere. Ich würde trotzdem in jede Box reingucken. Mhm. Einfach um zu gucken, ob dann. Kein Prinz da. Kein Prinz. Nein. Das ist aber doof. Gibt es hier so irgendwie Luken im Boden oder so, die darauf deuten, dass man noch nach unten oder oben kann? Oder? Nein. Treppe zum Heuboden? Nein. Ja, ganz auf den Heuboden hoch, aber auch da wird sich kein Prinz finden. Außer Heu, da nix. Das ist ja doof, dann müssen wir doch dieses dämliche Ritual. Und dann müssen wir uns da nochmal weiter anschleichen. Also ich würde da jetzt noch nicht gleich reinrennen, die sind echt in der Überzahl. Aber ich will dann genauer wissen, was sie da machen. Und Jonathan muss irgendwie mitkommen, weil der das am besten durchschaut, was sie da tun. Ja, Jonathan guckt kurz um sich und sagt dann, ich habe noch eine Idee. Ich könnte noch was ausprobieren. Ich habe die Möglichkeit, Gefühlsregung und damit natürlich auch Vernunft und empfindungsbegabte Lebewesen zu entdecken und deren Gefühle zu lesen. Ich werde das mal kurz probieren. Das ja, und dann mache ich mal Auspex 2. Mhm. Weil da, wo Gefühle sind, sind auch Lebewesen. Wenn jetzt irgendwo unterm Boden oder sonst irgendwo sowas auftaucht, wissen wir, dass wir da vielleicht nach dem... Da musst du mir auch genau sagen, wo du suchst. Ja, ich schaue mich halt um. Überall. Jetzt da, wo wir sind, raus... Ja, zumindest mal nochmal in dem Haus da Richtung Boden gucken oder ob draußen halt um die Gebäude noch irgendwie so ein getarnter Verschlag vielleicht irgendwo ist, der Tarnnetz umspannt ist und mit Pinienzweigen belegt. So, das habe ich wieder vergessen, dass so Perception und Empathy sind 5. Yes. 3 Erfolge. Das, Muster sind erkennbar. Ja, also die, die Muster der Kultisten kannst du ganz klar sehen. Was kannst du da jetzt genau sehen?
Also bei einem Erfolg siehst du nur Schattierungen fahl oder hell wahrnehmen in den Aurafarben. Also hat er eine kräftige Aura oder schwache Aura. Zweite ist, die Hauptfarbe ist erkennbar. Also ist der Hauptzustand aggressiv oder besessen oder glücklich. Und drei ist, Muster sind erkennbar. Also wenn du zwar sehr deprimiert bist, aber auch hasserfüllt ein bisschen, dann würdest du halt so zwischen Grau und Schwarz wechselndes Muster sehen. Also die sind alle sehr aufgeregt und fröhlich. Da unten, bis auf eine Person, die sehr viel Hass in sich trägt. Und Bitterkeit. Das ist meine auch Schuss. Entschlossenheit. Okay. Na, und dann kannst du ganz irgendwo hinten, also wenn du die Freilichtbühne quasi runterguckst, hinter der Bühnenfassade kannst du noch etwas weiter hinten ganz schwach irgendwas schimmern sehen. Und die Freilichtbühne ist da, wo die Hillbillies feiern gerade. Also bei den Kultisten ist einer dabei, der sich von der Menge absetzt. Die meisten sind feiern ausgelassen und einer ist voll Hass und Entschlossenheit. Ja, das könnte der wahrscheinlich. Der das alles austeilt da gerade und so. Der gerade das Essen austeilt. Es kann wahrscheinlich sein, dass das Rookie ist. Und das würde dann auch in den Plan passen, dass er Vampirblut verteilt. Und hinter der Freilichtbühne sehe ich einen Aura-Schimmer, aber ich kann keine Farben erkennen. Es ist zu weit weg. Es kann sein, dass das der Prinz ist. Oder irgendwas anderes. Aber die Möglichkeit besteht. Das sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, dass sie ihn da hinten irgendwo bunkern. Ja. Also stelzen wir uns jetzt bis da ganz da hinten hin. Seht das richtig? Gehen einfach einen großen Kreis. Naja, genau. Aber das müssen wir ja trotzdem unauffällig machen, ne? Also ich würde so weit gehen, dass man sie kaum hört, weil ich bin im Schleichen echt mies. Ich hätte 5 Erfolge anzubieten. Ich stelze da mal hin. Besser wird's nicht. Nee. Nur noch, wenn es explodiert irgendwann mit Spezialisierung. Ja, also ihr wollt euch jetzt im großen Raum irgendwie da hinten auf die Höhe der Bühne schleichen? Oder wo wollt ihr da jetzt genau hin? Ja, möglichst in einem groß genugen Kreis, dass die uns nicht mitkriegen und dann ja, aber hin, weil du bist ja hinter diese Bühne, weil du da ja sagtest, dass er da steht, zumindest irgendwie so weit geschützt irgendwo, dass wir das einsehen können. Ja, das ist das Problem, da kannst du nicht reingucken, weil es Stein ist. Das ist nämlich in so einen Abhang reingebaut. Das scheint wohl wahrscheinlich einen Durchgang oder sowas zu geben. Dann suchen wir den Durchgang. Der ist wahrscheinlich auf der Bühne. Das ist doch scheiße, die müssen auch einen Hintereingang haben. Was ist denn das, wenn das der Brandschutzmeister sieht? Ja. Hallo, wir sind hier der Satanistenkult. Können Sie mal eben die Brandschutzvorschriften überprüfen? Mann, sorry. Dieses Rollenspiel heute so unrealistisch ist und so vorbei ist an den Gegebenheiten des wahren Lebens, verdammt nochmal. Soll ich sie irgendwie weglocken, oder? William könnte sie ja mit Irrsinn weglocken, ja. Oder so. Definitiv. Massenirrsinn. Ich glaube, das kann Sera mit mehr Hüftschwung und schöner. Und singen und so vielleicht. Wartet nur, bis William Lunatic Eruption hat. Ich wollte mich nicht unbedingt zeigen. Ich habe gedacht, ich gehe in den Wald und schieße vielleicht mit der Schrotflinte oder so, dass sie gucken kommen. Ablenkung. Ganz banal. Ja, auch gut. Dann jagen ganz banale Ablenkung, ja. Ganz banale Ablenkung. Schade, ich habe jetzt so gedacht, jetzt kriegen wir mal eine Show-Einlage oder so. Wo wir gerade bei einer Bühne sind, hätte ja gepasst. Ich möchte gerne leben bleiben. Ich bitte darum, ich habe gerade an dich gewöhnt. Das fällt mir ziemlich schwer. Oh. An Menschen zu gewöhnen.
Oder Vampir. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war, aber okay. Ich schnapp mir halt meine Schrotflinte und gehe so ein bisschen weiter in den Wald rein und vor allem in die komplett andere Richtung als meine Kumpane stehen und gebe den Schuss von mir und dann renne ich so schnell ich kann und so weit ich kann weg, nochmal einen Schuss, selbes Spiel. Mhm. Mit Geschwindigkeit sogar, oder was? Hast du das überhaupt? Ich habe keine Geschwindigkeit, nein. Okay. Ja, gut, dann 3 Schüsse in die Luft. Bang, bang, bang. Ja. Und, me down, bang, bang. Ja, und die Aktion bleibt natürlich nicht unbeobachtet. Also beziehungsweise nicht ohne Reaktion. Die Kultisten merken das, oh, da ist irgendwas. Dann hört ihr dann den Typen in der Mitte halt rufen. Seht nach, was da ist! Und dann schwärmen die aus, die 10. Und nur noch der eine bleibt zurück. Sollen wir uns den direkt greifen? Das mache ich. Ja. Ich trete aus meinem Versteck hervor, wenn die anderen weg sind. Mhm. Und gehe die Steintreppen nach unten zur Bühne. Ja, dann wirst du ja relativ schnell gesehen wahrscheinlich, wenn du da runter gehst. Und er guckt nur in deine Richtung und macht dann kehrt und verschwindet hinter so einem Verschlag. Gut, dann gebe ich Vollgas und renne ihm hinterher. Okay. Ich renne mit. Also soweit ich rennen kann, aber rumpel hinterher. Schnell. Ja, man hört wieder von hinten irgendwie Schüsse, die Emma in die Luft abfeuert und hoffentlich wird sie nicht gefangen. Ja. Gut. Dann seht ihr diesen Verschlag, der da hinter der Bühne ist. Es sieht aus wie so ein alter Abwassertunnel und stinkt auch dementsprechend. Ja, und man kann deutlich irgendwie ja Überreste von irgendwas Merkwürdigem am Boden sehen, was man, glaube ich, nicht wissen will, was es genau ist. Und hier und da kreuzt eine Ratte euren Weg. Und ja, dieser Tunnel führt ein paar Mal nach rechts und links um die Ecke und ermündet dann in einem etwas größeren Raum, der relativ eben ist. Und in dessen Mitte ein Sarkophag aufgebaut ist. Und der ganze Raum ist deswegen auch besonders, weil so ein bisschen rund gebaut ist. Und an den Wänden, die Wände sind voll verziert mit Käfigen. Und zwar kleine Käfige. Und es fiebt und fiebt und fobt hinter den Käfigen. Und man kommt näher sie ran und es sind Ratten darin. Hunderte. Wenn nicht sogar noch mehr. Der Vampir zu nähern. Und in der Mitte steht dieser Kultist mit der Robe an dem Sarkophag und blickt so in eure Richtung. Und er wartet quasi, wie William in den Raum reinstürzt. Um die anderen eigentlich. Ja, das. Ich humpel hinterher, ja. Das mache ich dann auch. Ich stürze in den Raum und renne auf ihn zu und tackle ihn um, wenn es geht. Ja, du läufst nach vorne und während du so auf ihn zuläufst, sagt er: So einfach werde ich es euch nicht machen und zieht an irgendeinem Hebel und die ganzen Türen der Käfige gehen auf und es schießen die Ratten wie ein Meer und aus haarigen Leibern von den Seiten auf euch ein. Und William, gerade als du an ihn herankommst und ihn gerade mit dem Scharwittchen noch packen willst, dann bist du über 3-4 Ratten schon drüber gestolpert, greifst du über den Sarkophag Richtung Schlawittchen. Merkst du, dass du ihn zu packen kriegst an dem Kragen? Und dann, was machst du dann mit ihm? Du willst ihn ja nicht, also vorne umtackeln geht nicht, weil da ist der Sarkophag dazwischen, deswegen habe ich jetzt gesagt, du greifst ihn halt mit einem Schlawittchen. Ja, und dann reiße ich ihn zu Boden. Richtung deine Richtung oder schubst du ihn weg nach hinten? Nee, ich halte ihn fest und ziehe ihn in meine Richtung. Okay, also so, dass ich quasi
unter ihm auf dem Rücken liege und ihn in so einem Würgegriff habe. Also okay. Beinschere um die Nieren und Arm um den Hals gelegt. Ja, dann mach mal eine Attacke mit deinem Dexterity und Brawl. Oh, wenigstens etwas, was ich kann. Ah, wenn das der Wrestler nicht kann, dann wer? Ne? Perfekt, dann hast du ihn in so einen Klammergriff und guckst ihn jetzt quasi von Gesicht zu Gesicht, hast du ihn im Klammergriff und er guckt dich verbissen an. Nee. Ich lieg auf dem Rücken, er liegt quasi mit dem Rücken auf mir, ja? Dem Rücken auf dir, das wird so nicht funktionieren. Natürlich, wieso sollte das nicht funktionieren? Wenn du ihn über den Tisch ziehst, musst du ihn ja nochmal umdrehen mit dem Rücken auf dir. Ja, dann nehme ich ihn halt in einem Suplex, ja, nehme ihn hoch, lass ihn nach hinten rüberfallen. Ah, und okay. Drehe dann ihn in den Würgegriff, so dass er quasi mit dem Rücken zu mir liegt, definitiv. In die Ratten. Ich bin Wrestler, das kann ich. Okay, gestehe ich dir zu. Okay. Ja, und die anderen haben ein bisschen Abstand und werden gerade von diesem Meer von Ratten überrascht, dass jetzt auch irgendwie auf die beiden einströmen, die da in der Mitte gerade kämpfen. Und auch auf euch kommen die Ratten zu und fangen an, an euch herhochzulaufen und ja. Keine Ahnung, wie er darauf reagiert. Die scheinen auch kein, also aus diesen Käfigen, die scheinen auch kein Ende zu nehmen. Da kommen immer weiter Ratten raus. Ja, ich es müssen Röhren sein oder so. Lasse eine Flamme in meiner Hand entstehen und Ratten haben ja Angst vor Feuer. Mhm. Und halt die da immer dahin, wo die Ratten an uns hochkrabbeln, so, dass ich die quasi so anpiesacke, dass er aus dem Gang rauslaufen, also aus der Tür rauslaufen. Ja. Dann mach mal Feuer, wenn du dafür irgendwie Blut ausgeben musst. Ich habe Feuer gemacht. Ja, 3 Erfolge. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was 3 Erfolge wird. Das ist, glaube ich, die Länge, wie lange Taumaturgie hält. Das ist keine Riesenflamme, irgendwie kein Flammenwerfer oder so. Eine Gruft der Flammen. Kerze, aber über die Dauer steht jetzt nichts. Ein Erfolg reicht, um eine Flamme in einer Hand zu beschwören, während 5 Erfolge eine Flamme irgendwo im Sichtfeld sind. Ja, ich wollte eh nur einen in der Hand beschwören. Okay. Was macht Melina? Das sieht bei weitem nicht so fancy aus wie bei Ihmchen hier, dass ich schüttel die halt irgendwie ab und dann kommt mir zwischendurch die Idee, dass die bestimmt ganz gut schmecken und wenn die hier eh eigentlich für Blutkonserven sind, dann nehme ich zwischendurch mal eine und beiß die zurück, wenn die mich beißen und trinke einen Schluck. Ja, okay, das kannst du gerne machen und das Blut, was du schmeckst, du kennst, du, hast du schon mal Tiere getrunken? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist widerlich. Das schmeckt widerwärtig und musste ich total überwinden, das Blut herunterzuschlucken. Allerdings, so im Abgang, ist da irgendwas, was besonders gut dann doch schmeckt. Ja, das ist wie Medizin. Weißt du, ich bin verletzt und was gut schmeckt, hilft nicht. Da müssen wir jetzt durch. Ja. Gut, dann seid ihr mit den Ratten beschäftigt, während William den im Würgegriff hat und der versucht rauszustrampeln und so und Was möchtest du weitermachen? Ihn weiter im Würgegriff halten oder wie sieht das aus? Ich halte ihn weiter einfach im Griff, ja. So lange, bis er aufhört zu zappeln. Mhm. Okay. Und Jonathan bemerkt, dass die Ratten anscheinend wenig Angst vor dem Feuer zu haben scheinen. Hm. Sich total unrattig verhandeln. Ja. Puh. Ja, dann. Geradezu aufgestachelt, könnte man sagen. Durch irgendwas. Ja, wahrscheinlich hatte der Rookie irgendwelchen Mind-Control. Abracadabra über die, wer weiß das schon so genau. Mhm.
Aber schaffen wir das denn, uns trotzdem irgendwie ein bisschen vorzuarbeiten Richtung Sarkophag? Ja. Ihr könnt jetzt auf der Höhe von William und dem Typen sein, der in seinem Würgegriff ist. Sitzt da quasi so halb auf ihm drauf, der William. Und dann siehst du auf einmal, wie es plopp macht. Und William, auf einmal hattest du du warst mit dem Rücken auf ihm und er war mit dem Bauch zum Boden, ne? Nein, ich bin mit dem Rücken auf dem Boden. Das du bist ist doch ganz einfach. Er wirkt ihn von hinten. Er wirkt genau. Wenn ich stehen würde, würde ich hinter ihm stehen, quasi ihn würgen und gleichzeitig die Beine um seine Nieren geschlungen haben. Also so würde ich das im Stehen dann aussehen. Dann werden deine Beine jetzt zuerst keinen Widerstand mehr spüren. Und danach deine Arme auch nicht mehr. Und du hast jetzt quasi seine Anziehsachen im Arm. Und dann macht es so ein fiependes Geräusch über dir, fiep, fiep, und du siehst eine Ratte, wie sie zwischen den anderen Ratten verschwindet. Ratten kicken, los geht's. What? Siri, den Trick möchte ich auch können. Ja, der hat sich gerade in deinem Würgegriff in eine Ratte verwandelt. In eine Ratte verwandelt? Wirklich jetzt? Wir haben es doch alle gesehen, ja. Können? Ist ja widerlich, William. Also nicht der William hat sich in eine Ratte verwandelt. Nee, klar, aber er will es ja lernen oder will wissen, wie es geht. Ja, die Ratten greifen euch noch weiter an. Ich versuche mich trotzdem weiter Richtung Sarkophag vorzukämpfen und den zu öffnen und den Prinzen herauszuholen. Ja, mach mal eine Probe auf Intelligence Alert. Ne? Nein, Animal Ken ist noch besser. Intelligence und Animal Ken. Das ist aber schade. Beim anderen hätte ich mehr. Das ist eine total super Idee, den Sarkophag jetzt, wo die Ratten hier überall rumlaufen, aufzumachen. Ja, also öffnest du den Sarg. Ja, und pack da rein und zieh den raus. Ja. Während die ersten Ratten schon an euch hochlaufen. Und ihr jetzt wirklich Schwierigkeiten habt, die euch vom Hals zu halten. Bei Jonathan geht's noch halbwegs, weil der hat Feuer. Das ist beeindruckt sie nicht wirklich, aber so wenigstens ein halbes bisschen. Okay. Dann, wenn eine Ratte an mir hochklettert, nehme ich die Ratte, beiße den Kopf ab, schmeiße sie weg. Und das mache ich mir jetzt mit jeder verkackten Ratte, die an mir hochläuft. Mir scheißegal. Ja. Genau so sieht das dann aus. Und das dauert seine Zeit, bis man so eine Ratte den Kopf abgebissen hat. Währenddessen sind schon 10 weitere Ratten an die hochgelaufen. Das ist das Problem. Ihr werdet quasi überflutet von einem Meer aus Ratten. Und jetzt ist guter Rat teuer, denn die fangen an, euch zu beißen. Ja, dann also außer bei, wie gesagt, das Feuer ist so ein bisschen, das hält sie ein bisschen in Schach. Ich stelle mir oder manifestiere in meinem geistigen Auge das Bild von so einem Weinballon, das Oma früher im Keller stehen hatte. So ein 20-Liter-Ballon, wo sonst Wein drin gemacht wurde. Und stelle mir vor, dass da drin Benzin ist, mit einem Lappen oben rausschauend. Okay. Und würfel mal. Molotow-Cocktail Tremere. Ja, aber hallo. Würde dann aber, egal, erstmal haben das Gewehr dann schießen. Wie geschwächt ist denn der Prinz? Kann der selber laufen? Oder muss ich den jetzt tragen? Oh, der wirkt gerade ziemlich geschwächt. Also, wenn da überhaupt noch Leben in ihm ist, ist das nicht mehr viel. Du siehst den Flock auf jeden Fall auch in seiner Brust. Ja, nehme ich ihn so auf meine Arme und trage ihn raus. Wenn man die so ein bisschen zusammenfaltet, Menschen nämlich, also die Knie möglichst weit unter das Kinn schiebt, dann kann man das Gewicht ganz gut verteilen, dass man Leute tragen kann. Und ich warte durch Ratten und
werde dann halt x-mal gebissen, aber ich, mein Ziel ist die Tür. Mhm. Wie viele Blutpunkte habt ihr noch alle? Ah, ich hatte noch ziemlich viele. Ich stand noch ganz gut da. Ich hatte 11. Elf? Ja. Okay. Also voll. Also fast voll, ja. Fast voll. Mächtige Melina. Das dürfte ja eigentlich gar nicht wissen. Aber jetzt, wenn der Meister so indiskrete Fragen stellt, muss ich das ja offenbaren. Ja. 7 habe ich noch, 0 Punkte. Ja. Gut, Jonathan, war es irgendwas ganz schief gelaufen bei dir? Wie funktioniert das jetzt, wenn da was schief läuft? Geht einfach nicht. Von Tatsa, oder? Genau, richtig. Sonst verschwindet es. Ja, es kommt einfach nicht. Kostet mich jetzt kein Blut und nix, aber es erscheint einfach nicht. Jo. Musst du mir nur sagen, ob es aufgrund des Patzers, ob ich nächste Runde nochmal versuchen kann oder ob das jetzt irgendwas macht, dass mir die Kraft gerade verschlossen bleibt. Nö, es geht einfach wahrscheinlich nicht. Und du kannst dir aber trotzdem die Blutpunkte, die du ausgeben wolltest, mal abziehen dann. Ich denke, das ist kostet keine Blutpunkte. Dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat eine Einserkraft. Okay. Gut, dann bahnt ihr euch euren Weg, Rattenköpfe abbeißend, über Ratten stolpernd und ein bisschen mit dem Feuer spielend und Melina wahrscheinlich den Weg ebnend nach draußen. Es wird eine wahnsinnige Mordsaufgabe, diesen Ratten zu entkommen. Und ihr könnt euch mal 2/3 eures Blutvorrates abziehen. Okay. Und das ist einen viel. Selbstbeherrschungstest machen. Ja. Denn das ist das Blut, was auf dem Weg, wenn ihr euch nicht groß anders wehrt, die Ratten von euch abziehen werden. Wie macht man den Selbstbeherrschungswurf? Entschuldigung. Self-Control hast du, da hast du Punkte drin, dann kannst du das würfeln. Gegen die 6. Ah, also, okay. Ich gehe mal davon aus, das betrifft mich nicht. Nee, du hast ja von der Ratten. Du warst ja nicht dabei. Ja, gut. Nein. Dann wird Jonathan in Raserei verfallen. No! Kann ich die Ratten angreifen oder alles, was sich gerade um dich befindet. Ja. So, die anderen beiden haben es geschafft und bahnen sich ihren Weg nach draußen, während Jonathan einfach irgendwann stehen bleibt und irgendwie von den Ratten irgendwie überhäuft wird und trotzdem irgendwie weiter um sich schlägt und mit der Flamme irgendwie Ratten verbrennt und so, aber auf jeden Fall stehen bleibt aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Ja, dann renne ich zurück. Schnappe mir ihn, schmeiß ihn über meine Schulter und renne wieder Richtung Ausgang. Der Hütte fuchtelt und fauchend um mich schlagen. Er soll schließlich mein Manager werden. Ja, also wenn jetzt hier gerade was cool nach Blut duftet, dann ist das William, ne? Warum? Naja. Was ist der von Blut? Achso, weil er Blut in sich hat. Ja. Naja, ja. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Der packt dich, wippt dich über die Schulter und zieh mir Hintern beißen. Ja, zum Beispiel. Der leckerste, saftigste Schinken, den er je seit langer Zeit hatte. Williams Hintern. Ist klar. Ich weiß nicht, ob du da was verwürfeln musst oder weil ich eh hinten runterhänge, ihm sowieso in den Hintern beißen kann. Ja, ich denke, beim Hintern kann man nicht so sonderlich gut Blut saugen, von daher. Ja. Ich fliege ja auch so hin und her. Denk mal, du kannst ihm aber einen Blutpunkt abziehen. Noch einen? Langsam wird's übel. Ich habe nur noch 2. Naja, reicht. Ja, dann musst du nochmal Self-Control gewinnen. Oh, nein. Wir werden alle sterben.
Haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig. Bald ist es soweit. Ja. Er hätte gedacht, dass ein paar Ratten so schlimm sind. Aha, ja. Kein Problem für den William. Wenn der sich selbst beherrschen kann, dann der Maika Viana. Jawohl. Der Satz überhaupt in Vampire. Wenn sich einer beherrschen kann, dann der Maika Viana. Der an den ganzen Zirkus oder so nicht glaubt. Vampire, ihr habt da allen Schaden. Ich mach das nur mit, weil ihr meine Freunde seid. Dann schafft ihr es gerade ebenso nach draußen. Und ja, die Ratten folgen euch. Was kann ich auf dem Rücken von William schwingend nochmal versuchen, so einen Ballonkorb zu machen? In Raserei? Ach so, nee, ja, gut, nee. Wie lange bin ich in Raserei? Ich habe jetzt Blut getrunken. Den Rest der Szene. Ah, ja, da lehne ich mich zurück. Ich würde mal sagen, du machst da jetzt groß was gegen, also... So ein einmal ja, kurz was, einen Blutpunkt von einem William essen? Ja, Moment, was kann man denn gegen Raserei machen? Na, sagen wir... Willenskraft ausgeben, oder? Ich gucke jetzt erstmal, was Melina und William vorhaben, und dann gucken wir mal, ob du noch mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen darfst. Okay. Also ja. Ich renne einfach nur hinter Melina her, weil die rennt ja vor. Mhm. Aber mit Rennen ist da nicht so viel. Also das ist mehr so ein schnelles Humpeln mit einem schweren Gewicht auf den Armen. Also das... Musst du dir jetzt nicht ganz so windschnittig vorstellen. Die Kleidung ist auch von euch allen ziemlich zerbissen und zerrissen und überall mit Blut besprenkelt. Ich gehe trotzdem wieder den Weg zurück, den wir zu der Bühne hingegangen sind. Also in etwas größerem Bogen, weil ich ein bisschen Schiss habe, wenn die Leute wiederkommen, dann stehen wir auf einmal noch 10 Kapuzenträgern gegenüber. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde denn versuchen, möglichst außenrum in größerem Bogen wieder zum Haus zurückzukommen und irgendwie den Weg wieder zu finden, so langsam Richtung Auto. Und da hoffentlich unterwegs einfach bei dem Haus. Oder den Bus zu nehmen. Dann müssen die hier, wir nehmen den Bus. Gut, dass der Meister hier kein Stück railroadet. Wir nehmen den Bus. Ich sag euch nur, was da ist. Müsst denn doch nicht... Oder den Bus. Demnächst sage ich euch gar nichts mehr, was ihr, wenn ihr euch nicht selbst Bombe drin platziert habe. Wir nehmen den Bus. Wir gehen zum Bus. Ich meine, wir brauchen ja ein bisschen Hilfe, wenn Lady Luck schon nicht auf unserer Seite ist. Ja. Jetzt beschweren sich meine Spieler auch noch, dass ich ihnen helfe. Wir wollen ja ganz allein durchkommen. Nie wieder. Okay, ich lasse euch demnächst einfach sterben. Die sind schon alle tot. Stimmt. Drei dumme Eingedanken. Aber ein TPK reicht am Tag nicht, war Mischka. Ja. Ja. Hat auch was. Der Bus ist nicht abgeschlossen, aber hat auch keinen Schlüssel. Im Fernsehen sieht das immer so einfach aus, dass man die Dinger kurz schließen kann. Ich kann wahrscheinlich nicht mal fahren, wenn ich gleich. Während die Ratten auch weiterkommen. Ja. Und Emma macht mal eine Probe auf Wits und Survival. Bing. Ich sag dazu nichts. Kann ich ins Handschuhfach gucken? Ist da ein Zweitschlüssel oder hinter Nein, dieser Klappe kein Zweitschlüssel. Für. Sonnenblende. Wie heißt denn das? Ja, genau das. Dein Zweitschlüssel. Wir sind doch in Amerika. Das geht nicht. Ihr habt alle Filme geguckt, ne? Wir haben alle Filme geguckt, ja, natürlich. Dann, aber. Fernsehen bildet. Ja. Natürlich. Ja. Was muss man denn dafür würfeln, wenn man Technology, wenn man dieses Kabel kurz schließen Dings da machen Intelligence und Technology ist doch gut. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Intelligence und Technology. Ja. Hat zumindest seine Selbstbeherrschung geschafft. Intelligence? Okay. Hat es noch gar nicht gewürfelt. Ich hätte aber 2 Erfolge beim Technology-Wurf. Dann schaffst du es gerade so, das Ding kurz zu schließen.
Ich möchte ja nichts sagen. Ich meine, nicht, dass ich... wie geht Siri? Siri hat... Der Akku ist tot, jetzt rasse der aus. Nächste Blutrausch. Yay. Könnte auch sein, dass die Ratten ein Loch in die Tasche gebissen haben und Siri aus der Tasche gefallen ist. Das weiß ich nicht, deswegen gucke ich ja. Ich schaue nach Siri. Was sagt denn mein Gesichtswürfel? Nein, Siri ist noch da. Hat aber keinen Empfang mehr. Scheiß Wort auf immer, fahr los. Wir bringen Siri in Sicherheit. Wir müssen Siri ins Krankenhaus bringen. Ja, die hat auch ein paar Kratzer von so Nagezähnen bekommen. Auf der Rückseite. Okay, ich muss aussteigen. Gut, dann sitzen wir mit dem Prinzen Sophia da drin. Ich hoffe, dass Emma das irgendwie mitkriegt, dass da so ein riesiges gelbes Ungetüm durch den Wald tuckert und sie da einsteigen könnte. Ja, apropos weil Emma. Zwei von den Kultisten sind schlauer, als du gedacht hast und haben dich irgendwann gestellt. Du bist zwar ziemlich wieselflink, wie du bist, halt zwischen den Bäumen hin und her und hast immer versucht, sie abzulenken, aber irgendwann haben zwei von denen dich gestellt und greifen dich wohl an, wenn du nichts anderes mehr unternimmst. Ich will die Präsenzen. Aha. Wie machst du das denn? Ich... Was ein tolles Wort. Falsche Präsenz. Gut, ne? Ich will sie entzücken. Mhm. Damit manipuliere ich ihre Gefühle und bringe sie dazu, aus freien Stücken mir zu dienen. Oh. Und das mache ich, indem ich einen Blutpunkt einsetze. Mhm. Und du hast ja noch welche. Ich habe ja welche. Und Erscheinungsbild und Empathiewürfel. Das solltest du doch können. Das kann ich. Ja. Können die da irgendwas gegenwürfeln? Wie sieht das aus? Die Schwierigkeit steht hier. Warte mal, die Schwierigkeit. Das wäre doch die 6 gewesen, ne? Ja. Entspricht der gegenwärtigen Willenskraft des Ziels. Die haben nur Willenskraft 5. Also hast du noch einen Erfolg mehr. Ja. Okay, und dann hast du 4 Erfolge. Und was machen die 4 Erfolge jetzt dann mit denen? Ja, sie finden mich total dufte und und richtig klasse und wollen unbedingt alles tun, was ich ihnen sage. Mhm. Dann sag ihnen doch mal was. Hey, Schnuffel, Schnuffel. Ist vielleicht jetzt komisch, aber könntet ihr den anderen sagen, dass ihr so einen Jäger gefunden habt, der bei Nacht rumgelaufen ist, dass ihr ihn aber aus dem Weg geräumt habt oder so? Klar. Sehr schön, ihr seid Zucker. Tschüss. Tschüss. Und folgt mir auf keinen Fall. Nicht? Nein, gar nicht. Ja. Ja, dann würde ich eben schnell weglaufen Richtung Straße. Also Richtung unserem Auto. Ja, wo ist denn die Richtung? Ja, na, das ist doch ganz klar. Da lang. Da lang ist, Reception und Survival. Ich hasse dich. Ach, wenigstens einer heute. Ich bin ein Stadtkind, ich kann sowas nicht. Ich sag doch, ich kann sowas nicht. Und der Satz, da lang geht's zum Auto, ist natürlich der richtige Satz. Du läufst da lang Richtung Auto. Sehr gut. Ich bin gut. Und, Jonathan, du hast immer noch keinen Selbstbeherrschungswurf wieder gemacht. Da habe ich jetzt schon das dritte Mal nachgefragt. Habe ich nicht gehört. Kann auch sein, dass ich in der Zeit, wo ich gerade AFK war. Nee, davor auch schon. Hm.
Wer fährt den Bus jetzt eigentlich? Melina, gut. Ja. Ja. Muss. Nö. Irgendeiner muss den armen Jonathan zurückhalten. Das wird wahrscheinlich William übernehmen müssen. Ja. Nicht zu sehr. Sonst sind ja nicht mehr viele in dem Bus. Also Jonathan verhält sich wie ein wildes Tier gerade und kann nicht mehr viel machen. Vernichten. Okay. Dann mache ich was. Mhm. Ich gebe ihm eine volle Schelle. Ich hau ihn K.O. Ja, Entschuldigung. Der nervt. Ja, völlig zu Recht. So macht man das sonst mit dem... Völlig. Ja, soll ich würfeln oder... Kommt drauf an, möchtest du dich denn dagegen wehren, Jonathan? Wie macht man das als wildes Tier? Ja, also ich würde behaupten, einfach mal, das wilde Tier wehrt sich auch auf jeden Fall dagegen und das wird ein Kampf werden, einfach. Mhm. Dann brauche ich eine Attacke von dem William. Also, Stärke und Brawl, ja? Nee, Dexterity und Brawl. Dexterity und Brawl. Ja, Dexterity und Brawl, ja, okay. Mhm. Das kann aber Ewigkeiten dauern. Frage ist, ob das Tier bewusste Abwehrhandlungen machen kann. Ich denke, der tippe mal eher auf nicht. Nö. Ja, zwei Erfolge. Einen zum Treffen, einen hast du über. Und den nimmst du mit und nimmst jetzt Stärke plus den einen und haust ihm einmal Stärke. Also, ich hoffe jetzt mit 5 W10 quasi. Okay. Dann machen wir das. Einen Schlagschaden. Für den guten Jonathan. Einen? Ja. Kannst du... Ja, den brauche ich nicht mal zu puffern, weil Vampire kriegen nur halben Schlagschaden. Und einen halben Schaden kannst du nicht kriegen, also kriege ich keinen Schaden. Ja, der Kopf von Jonathan geht kurz so zurück und kommt wieder nach vorne. Na während gut, Melina dann machen eine Drive-Probe jetzt. Macht. Was macht der da hinten, Idioten? Dexterity. Okay. Und Drive. Ja, Moment. Das ist halt ein Bus, ne? Ja, oh ja. Kann ich aber. Kein Problem. Souverän. Ja, und ja, Jonathan, willst du zurück angreifen? Na klar, ne? Ich weiß nicht, ob das musst du. Ich bin jetzt hier, das musst du jetzt sagen. Ob ich einfach nur um mich schlage oder ob ich an sein Blut will oder. Machen wir mal ungezielte Attacke gegen die 8. Kannst du mal attackieren. Ja, Dexterity und Brawl. Oh, da bist sogar ein Punkt drin. Jetzt geht's William an den Kragen. Das ist gerade nicht gut. Noch 2 Erfolge. Einen zum Treffen, einen nimmst du mit, Stärke plus den einen. Ja. Aber stopp, das war gegen die 8, nicht gegen die 7. Stimmt, da habe ich nur einen Erfolg, genau. Ja gut, aber er hat eh nichts gebracht. Kein Schaden, William, der schlägt irgendwie nach dir, aber es passiert nichts, aber du kannst den auch nochmal hauen. Und falls das ja, jetzt nicht außerordentlich jetzt toll ist. Jetzt anders. Jetzt ja? Reicht's. Ja, jetzt ist vorbei hier. Jetzt Schluss mit lustig. Ja. Jetzt packe ich ihn am Genick und kloppe ihn voll mit dem Kopf auf den Boden. Okay. Hörst du jetzt auf? Die Frage ist, ob das... Ja. Okay, ja. Mhm. Ist egal, ob das was bringt oder nicht. Ein Leerzeichen zu viel? Ach, Manu. Das war ein guter Wurf. Ich hab's gespürt. So, mal gucken. 2 Erfolge. Ja, total gut. Ja, dann mach mal wieder Schaden. Ich würde mal sagen, diesmal ist es kein, obwohl es ist immer noch Schlagschaden, wenn du so gegen den Boden gebasht wirst. Ne? Dann keine Aber ich gebe dir plus 1, also jetzt noch ein extra Würfel. Stärke plus. Ja. Okay, dann schauen wir nochmal, ob wir es jetzt hinkriegen, mal ein bisschen mehr als. Ah, nee, mein diesmal kriegt er richtig Schaden. Auch. Die Nase dutscht so langsam ein bisschen weg.
Ja, und ich glaube, das können wir abkürzen irgendwie. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wie das hier war, dann wird Jonathan ziemlich viele Schrammen und zerdötschte Gesichtspartien haben und wird sich irgendwann wieder einkriegen, wahrscheinlich. Ich hoff's. Oder beziehungsweise irgendwann wahrscheinlich wird der Bashing-Schaden dir dann doch so wehtun, dass du wahrscheinlich in Ohnmacht fällst oder so. Ja. Und ihr fahrt aus dem Wald heraus, während Emma durch den Wald irrt. Und irgendwo müsste doch jetzt das Auto kommen. Da vorne, ich sehe es, ist fast Das da. ist ein Licht, ein Es kann Lichtschein. nicht mehr weit sein. Ein Lichtschein, ist das das Auto? Kommt irgendwann in Chicago Oder wieder ein raus? Flugzeug. Wink mal. Nein, es ist das Haus. Scheiße, schnell zurück. Ja, es ist genau, du hast das Haus wiedergefunden, genau. Aber von da weiß ich, wo es zur Straße geht. Ja. Das Problem ist, dass du es gerade fiepen hörst um dich herum. Ich gehe schneller. Fiep, 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 fiep. Noch schneller. Fiep, fiep, fiep. Viel schneller. Möchtest du mal nach hinten leuchten mit deiner Taschenlampe? Nein, möchte ich nicht. Ich Fiep, fiep, möchte fiep, einfach fiep, abhauen. fiep. Ah, hast du ein Glück. Gut. Wo kommen denn jetzt auf einmal die Meerschweinchen her? Ja, Melina, wo fährst du denn hin? Kommst du irgendwann auf die Höhe, wo euer Auto fährt, steht? Ja, jetzt sind wir alle im Bus. Jetzt fahre ich mit dem Bus weiter. Mhm. Ja, wohin danach? Ja, nach Hause. Nach Hause, okay. Also wenn Emma, wir müssen ja eigentlich Emma irgendwie finden, ne? Aber Scheiße! Hinter dir. Ja, ich will erstmal aus diesem Scheißwald raus. Ja, vor allem Es ist wohl übrigens der. für William wirklich, wirklich interessant, weil das, was du gerade mit dem Jonathan da abziehst, also zuerst hast du ja nur ein paar Wrestling-Moves oder sowas mit dem gemacht, aber der ist der durchhaltendste, robusteste Kerl, den du jemals verhauen hast. Der Bücherwurm. Respekt, wirklich Auf Respekt. jeden Fall! Du hast ihm quasi schon sein halbes Gesicht eingedutscht und der ist trotzdem immer noch am Wüten. Vielleicht sollte er doch mein Tech-Team-Partner werden. Gott. Und nicht nur mein Manager. Ich werde ihn trainieren. Not Also, fucking stellt euch das serious. jetzt wirklich so vor, dass er wirklich die eine Gesichtshälfte so eingedutscht hat, weil du ihn halt die ganze Zeit auf dem Boden dutscht, voller Stärke. Und es scheint ihn nicht großartig zu jucken. Ja. Ein Loch unten in den Boden reingehauen mit dem Gesicht. Ja, ist auf jeden Fall tief ausgebeult, dieser Boden von dem Bus jetzt. Ja. Super gut. Jonathan geht dann irgendwann als Malkavianer durch, als Alter, Nosferatu durch oder so. wenn du meinen Zylinder verbiegst. Oh, der Zylinder ist irgendwo schon von den Ratten zerfressen. Damn Ja, you, während Game Emma Master. läuft und hinter ihr fiept es immer noch und sie läuft so schnell sie kann, gut, dass sie nicht aus der Puste kommen kann, weil sie nicht atmet. Ja. Und sie kommt irgendwann an dem Auto an. Ja, Das dann wird. steige ich in das Auto und fahre weg. Ja, du steigst ein. Wer hat denn die Schlüssel? Melina, hast du die Schlüssel noch bei dir? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Und dann ist das Auto abgeschlossen. Ich präsenze das Auto. Oh Mann. Du Wie stehst weit da. weiß ich. Ich krieg die Tür nicht auf. Und Wie hinter weit dir sind wir denn diese fiep. Straße da lang gefahren? Gar nicht so weit. Wir sind da nicht weit reingekommen, bis die Reifen durchgedreht sind. Also das Ja, Auto ist vielleicht ein vielleicht ganz gut, weil Kilometer das oder Auto so. wahrscheinlich sowieso da festgefahren ist. Ja, dann laufe ich weiter zur Straße an. Bleibt mir ja nichts anderes Scheiße, übrig. scheiße, scheiße. Und die ersten Ratten laufen schon hinter dir hoch, weil du hast ja jetzt angehalten. Und läufst aber trotzdem weiter, schüttelst die ersten Ratten ab. Und Ich ja. würde vorne an der Straße irgendwie, weiß ich nicht, einen Kreis fahren. Ich will Emma da nicht zurücklassen.
und noch nicht direkt zur Wohnung fahren. Aber ich will auch nicht irgendwie stehen bleiben und das ist irgendwie, ich gucke da so ein bisschen rum und hoffe, dass sie jetzt irgendwie zeitnah aus dem Wald rauskommt. Das ist so geil, sie fährt, ach scheiße, wo ist denn Emma? Hinten im Bus, bumm, 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 also egal, wo ist denn Emma? Also, mach doch was, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Wenn ich jetzt wegfahre, dann haben wir noch ein Problem mehr. Es wird ja nicht besser davon. Du hast, um Gottes Willen, du hast ja vollkommen recht, aber das Bild alleine. Die Szene ist halt episch. Den Chaotentruppe hochtragen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da würde auch kein Gummibaum irgendwas schlimmer machen. Emma, jetzt komm endlich aus dem Wald raus. Ja, es dauert. Ich versuch's ja. Es dauert schon etwas länger, bis Emma da aus dem Wald rauskommt. Du kannst natürlich mal um den Block fahren. Und, ja, ich fahre weiter um den Block. Ich guck mal, ob ich würfel mal einen W100 und bei, sag mal, hoch oder niedrig? Einer 100. Bei unserem Glück niedrig. Niedrig, ja? Also unter 50. Ja. Ja, Block fahren, du verpasst gerade den Augenblick, als Emma auf die Straße läuft. Emma, wo läufst du denn hin? Also die Ratten scheinen dich nicht mehr zu verfolgen, als du in zur Stadt drin kommst. Das heißt, du kannst dann irgendwann auch anhalten. Ja, na, ich versuche da irgendwie, also da, wo die wo die Straße quasi in die Zivilisation kreuzt, mir irgendwie einen Standort zu suchen. Und ich denke ja, dass die von hinten kommen, aber man weiß es nicht so genau. Jedenfalls warte ich da. Mhm. Aber so, dass man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, hui, da steht Emma. Ja, also wenn man das nicht auf dem ersten Blick sieht, dann wird Melina da auch vorbeifahren. Ja, aber ich würde ja vielleicht sehen, dass sie vorbeifährt, beziehungsweise ja, da würde so ein Bus vorbei. So ein Bus hat große... Du siehst einen Bus vorbeifahren, der total rumpelt und rappelt und du siehst dann irgendwann, wie Jonathans Gesicht gegen das Fenster gedrückt wird. Total blutverschmiert ist, die Nase hängt so irgendwie auf Stirnhöhe auf dem Gesicht oder so. Was natürlich total kontraproduktiv ist, weil der Typ hat eh kaum noch Blut. Egal, kloppen wir weiter drauf. Ja, wenn ich das sehe, stehe ich dann auch irgendwann so mit offenem Mund an der Straße und schaue so dem Bus hinterher. Sehe ich das im Rückspiegel? Wenn sie aus ihrem Versteck heraustritt, schon, ja. Ja, habe ich ja gesagt, ich würde da so... Ja, dann siehst du das wohl im Rückspiegel. Dann mache ich eine Vollbremsung jetzt. Ja, und Jonathan und William... Vorne. Und mach die Bustür auf. Ich renn zum Bus. Und das ist dann, als Jonathan vorne durch die Windschutzscheibe fliegt, klirr, auf dem Boden aufkommt, das ist der Moment, in dem Jonathan wieder zur Besinnung kommt. Juhu. Dann können wir jetzt ja alle einsteigen und weiterfahren. Au, was ist denn passiert? Hatten wir einen Unfall? Reden kannst, weiß ich nicht. Wir fehlen auf jeden Fall ein paar Zähne. Dann sammeln wir die wieder ein. In den Bus. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Jetzt müssen wir pragmatisch denken. Jetzt haben wir schon so viel. Ja, 3 Uhr oder so. Dann können wir noch bis Chicago fahren und diesen blöden Prinzen da wieder abgeben. Vielleicht sollten wir erstmal dafür sorgen, dass er, und ich schaue so in die Runde und denke so, einfach ignorieren, etwas netter aussieht als so. Und ich zeige auf den bewusstlosen Prinzen, der da liegt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob William mitkriegt, dass Jonathan wieder zur Besinnung gekommen ist. Der Meister ist echt böse heute. William, wie sieht denn das aus? Emma, es tut mir leid, das ist jetzt deine Verantwortung, ich muss fahren. Was soll ich jetzt machen? Entschuldigung. Perception und Alertness, ob du mitbekommen hast, dass Jonathan wieder bei Sinnen ist. Ich liege ja vor. Immerhin habt ihr die ganze Zeit jetzt bestimmt so eine halbe Stunde oder so miteinander gekämpft. Alertness und Deception. Perception, ach, das kriege ich doch hin. Das ist doch, hallo, mit so vielen Würfeln kriegt man doch alles hin.
Das haben schon ganz andere gedacht heute Abend mit Lady Lacto. Ja, komm mal. Ja, aber läuft. Ja, schade, was wäre es jetzt noch gewesen? Weißt du, bist bei Besinnung und wieder ins Raserei reingeprügelt. Nee, ich, wenn ich mitbekomme, dass Jonathan normal wird, setze ich mich hinten auf einen Sitz, als wenn nichts gewesen wäre, hole Siri raus und gucke, wie Siri geht. Und ja, die hat versuche, wieder empfangen. Ja, das ist wunderbar. Dann kuschle ich mit Siri und versuche, die Kratzer irgendwie wegzubekommen und ja, schmuse quasi. Ich eine neue Höhle kaufen müssen. Ja. To daily business, ne? Oh, wie gut. Oh Gott. Du bist ja heute böse, ich bin immer böse. Geht's dir gut, Siri? Kannst du dich an das erinnern, was in einer Raserei passiert ist, oder schaltet man total aus? Müsstest es, weiß ich nicht. Würfel nochmal W100. Hoch oder tief? Hoch. Ach, schöne Runde heute, schöne Runde. Ja. Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Wer will nochmal einsteigen? Ah, hoch ist sehr gut. Ja, kannst dich dran erinnern. Dass du total verprügelt wurdest, wie du schon seit der Schulzeit nicht mehr verprügelt worden bist. Es fehlt nur noch, dass William dich im Klo irgendwie mit dem Gesicht runtergestopft hätte. Genau. Entweder Kopf in Mülleimer, Kopf ins Klo. Tut mir total leid, William. Ich konnte mich nicht beherrschen. So. Ja, das sollte es auch. Ehrlich. Weißt du, wie anstrengend das war, dich die ganze Zeit zu verprügeln? Außerdem geht Siri nicht gut. Wir müssen sofort. Guck mal, Volker, ich reiche. Ich reiche William das Ladekabel mit Adapter fürs. Für den hier, Auto da, Dings da. Hier. Frauen nicht alles in ihre Handtasche. Ja. Kannst du sehen? Du wüsstest. Und dann versuche ich dem. Also, was weiß ich denn? Oder ich guck mal den komischen Tremere Jonathan an. Wenn ich dem jetzt das Ding da rausziehe und ich deute auf den Flock, ist das gut oder ist das schlecht? Du kannst es kaum sehen, weil so deine Augen total zugeschwollen sind. Na gut, er erzählt ja was von dem Flock. Oder nein, er sagt von dem Ding. Walking. Na, dieses, wie nennt man das? Das spitze Holzding. Ein Spock? Spock ist doch ein Alien, oder? Mit ein spitzen Spock? Ohren. Ja, mit Spitz. Der redet ab. Nee. Flock. Flock? Flock, ja, Flock. Dann erwachte Bürger auf keiner Karre. Du hast schon mal klarer gesprochen. Da hacke ich auch noch mehr Kange. Ist ein Argument. Könntest du es nochmal. In verständlich und so? Ich hol mein Handy raus oder einen Zettel und Stift und schreib das auf. Das meinst du doch. Er wacht aus seiner Starre. Und ist er dann freundlich oder nicht so ganz so freundlich? Schreibe ich auf, kommt drauf an, wenn er kein Blut mehr hat, gerät er in Raserei und das wird nicht so lustig, wie wenn ich in Raserei gerate. Dann sollten wir vielleicht erst für Blut sorgen, bevor ich das hier rausziehe. Weise Idee. Ja, für alle Beteiligten. Smiley unten drunter. Für alle Beteiligten. Könntest du nochmal Pizza bestellen, Jonathan? Klar. Oh, ihr habt an diesem Abend schon so viele Pizzaboten verschlissen. Das geht nicht. Die Stadt hat schon die ganz Gary hat schon ziemlich ausgeblutet, was es euch angeht in der letzten Zeit. Ich würde ehrlich gesagt, würde ich nach Chicago fahren und darauf hoffen, dass die beim Prinzen was haben. Und wenn die uns die Schuld dafür geben, dass er so zugerichtet ist, ganz ehrlich, ich traue denen nicht. Ich würde erst die Parkticketnummer abziehen, also an jedem Haus klingeln, sagen, bitte können Sie mir $5 Kleid wechseln. Ja, oder du willst da hingehen mit deinem Gesicht oder was und sagen, hallo, ich hatte gerade einen Unfall, ja, ich müsste mal ihr Telefon benutzen. Oder nee, das sind ja nur Schlagschäden, die kann ich ja mit Blut wieder heilen. Muss mir, ja, wenn du Blut sagst, ich habe Blut, glaube ich, Blut. 2 Punkte noch höchstens. Nee, überhaupt nicht. Ich habe noch 4, weil ich einen von Jonathan bekommen habe. Ich hatte 7, 2 Drittel davon, 4 runter. Ah, okay.
war ich auf 3, jetzt habe ich 4. Und du heilst ja mit einem Blut, ich glaube, 2 Schlagschaden oder so. Und ich würde mich aufs Gesicht konzentrieren. Ein Kästchen halt. Ja. Bitte? Ein Kästchen halt, ja. Schlagschaden auch? Okay. Mhm. Ja, musst du mir halt sagen, wie viel Schlagschaden ich brauche, um mein Gesicht wieder einigermaßen vorzeigbar zu machen. Ja, geh mal auf ein Blut runter, aber dann, Ja, dann falle ich aber die Leute an. Ja. Dann wirst du jetzt noch eine Weile scheußlich aussehen. Ja. Aber wenn der Prinz da gefangen war, dann weiß der das doch selber auch und dass wir nicht... Mann, so... Die müssen den aber erstmal so weit aufpäppeln, dass sie ihn befragen können. Und in der Zeit haben sie uns vielleicht schon der Sonne vorgesetzt. So, liebe Kinder, darf ich vorstellen, ist die Sonne. Ja, wo kriegen wir denn jetzt eine größere Menge Blut her? Wir haben ja schon die ganzen Pizzaboten und alles. Wir werden, also jagen gehen in unserem Zustand. Ja. Ach, Moment, halte mal an der nächsten Ecke. Ja, vor der Disco oder so. Ja, Ressourcen habe ich gerade gedacht. Würde ihr mal Kelch nach vorne geben und würd sagen, bitte nur mit einem Handschuh anfassen. Was war Emmas Idee gerade? So Disco, das ist gut. Mhm. Also in die Nähe einer Disco fahren, also wo es die gibt Leute ein und. In Gary relativ wenig Diskotheken, aber es gibt auf jeden Fall so ein Strip-Shop. Wir sind doch in Chicago. Ach, ihr wollt wir nach Chicago reinfahren, ja, okay. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Disco. Genau, und da einfach in der Nähe irgendwo halten. Und ich würde dann immer so vorbeigehende Präsenzen, so nach dem Prinzip. Kannst du mir mal helfen? Ich bin mit meinem Bus hier liegen. Der keine Windschutzscheibe mehr hat. So gut. Was machen denn die Blutflecken nach? Ja, ich bin eine Frau, ich bin gegen einen Baum gefahren. Ich darf das. Auf jeden. Na gut, dass du Präsenz einsetzen gesagt hast, weil einfach nur so mitreden wäre das wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen. Ja, aber ich setze nur Ehrfurcht ein, also nur den einer, sodass die eben sich zu mir hingezogen fühlen und empfänglich sind für meine Wünsche und Ansichten und so. Okay, machen wir es kurz. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist es, glaube ich, angebracht. Ihr kriegt euch wieder aufgepäppelt und den Prinzen auch, falls ihr das wollt. Ja. So, und dann die Frage ist halt, wollt ihr ihn jetzt schon erlösen oder nicht? Im Flock. Sobald er genügend Blut hat, werden wir den Flock entfernen, ist ja klar. Mhm. Gut. Gut, dann können wir den Schluss auch zusammenfassen. Der Prinz Lodin ist euch natürlich unendlich dankbar, dass ihr ihn befreit habt. Und ihr habt jetzt einen mächtigen Verbündeten in Chicago, wenn ihr das wollt. Zumindest jemanden aus dem ganz hohen, also den höchsten Vertreter Chicagos, der euch sein Leben schuldet, quasi. Und er meint, dass ihr auf jeden Fall von allen Anschuldigungen freigesprochen seid, weil er ja genau weiß, dass Roki das Ganze war. Es wird die Blutjagd auf Roki ausgerufen. Das heißt, der ist jetzt frei wild in Chicago. Und die Frage ist, wie viel ihr ihm erzählt über das, was passiert ist noch. Also alles zum Beispiel auf dem Methusalem. Okay, dem Methusalem verschweigt ihr. Auch, dass er da irgendwie Vampirbücher hatte, mit denen, also der Roki, mit dem er quasi Vampire erschaffen kann und für was halt der Prinz benutzt werden sollte. Vor was wir ihn bewahrt haben. Ja. Und man ist euch halt unendlich dankbar und ihr dürft euch ab sofort halt auch in Chicago aufhalten und bekommt jeder also offiziell eure Wohn
Immobilien, die ihr da besitzt, als quasi als Domäne zugesprochen, sodass ihr jetzt halt offizielle Bürger Chicagos seid. Wenn ihr das wollt, weil ihr gehört ja offiziell nach Gary. Und die Frage ist halt jetzt auch, wem ihr die Treue schwören wollt, Chicago oder Gary. Also, das ist wirklich sehr nett von euch, Herr... Ich spiele mal mit. Lüde. Herr Prinz. Ja, Lüde. Auch das. Hier habt ihr auf jeden Fall ja schon mal eine Autogrammkarte von mir. Dankeschön. Und wenn ich das nächste Mal kämpfe, dann lade ich euch an den Ring in die erste Reihe ein. Ja, genau so. Ja. Siri sagt, das ist gebongt. Ja. Können wir jetzt gehen? Ich gucke meine Freunde an. Also Gefährten. Mein Manager. Mein Tech-Team-Partner. Ich beug mich so zu Melina rüber und flüster. Meinst du nicht, dass der für den Methusalem, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, für mehr Interesse wäre? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich finde, wir sollten erstmal zurückkehren nach Gary in Jonathans Wohnung und da nochmal gucken, ob wir Menele wiederfinden. Und dann tatsächlich erstmal zu dem, auf seinem, wie es seinem Wunsch entspricht, zu dem Treffen morgen hingehen, in das Elysium in Gary. Mhm. Und dann einfach mal gucken, was davon wird. Wir können ja Menele dann erzählen, dass der Prinz aus Chicago auch wieder da ist. Das kann er dann ja selber entscheiden. Genau. Okay. Wo habt ihr die ganze Sache jetzt besprochen? Im Vorzimmer oder so? Ja, irgendwo draußen auf der Straße. Draußen auf der Straße. Okay. Vor dem Prinzen. Ja, genau, direkt vor in der Nähe oder? Von einem Kanalisationsdeckel, damit die Nosferatus mitbringen. Nein, irgendwo, wo wir sicher sind, dass niemand da ist. Wo niemand in unserem Bus, in unserem neuen. Wo niemand da ist. Also. Würde mich auch noch vorher mit Aura lesen umgucken, ob irgendwo eine verschleierte Aura ist. Ja, gut. Ja, dann beschließen wir dieses Abenteuer an dieser Stelle. Es ist ja ein schönes Abschlussbild übrigens, finde ich, dass man so irgendwie, ja, hier alle so fröhlich, ja. Hier so sieht ein fröhliches Abschlussbild aus, ja. Super. Ja. Ja. Und ja, heute sehr, sehr chaotisch, aber äußerst lustig. Ich habe sehr viel lachen müssen, habt ihr ja gemerkt. Und ja, das zeigt, dass ich Spaß hatte, zumindest. Ich weiß nicht. Lady Luck hat euch das Leben sehr schwer gemacht. Dieses Abenteuer ist definitiv nicht Quali-Gruppen approved. Ja, also jedes Mal im Storytelling-System, ich habe das Problem, dass meine Gruppen nie so handeln wie... Nee. Naja. Wirklich? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fucking fassbar. Ja, also es ist, man merkt auch, dass es ein altes Ding ist, so, aber es ist halt... Es wird ja schon irgendwie von Szene zu Szene gedacht hier und den Weg, den ihr euch an diesem Szenengitter lang schlängeln sollt oder so, ich weiß nicht, das funktioniert alles nicht. Ja. Dieser Plan funktioniert nur so lange, bis er nicht Kontakt hat mit einer Rollenspielgruppe, meiner Meinung nach. Aber wie jede grundlegenden Plots. Ja. Du immer nur Plot nimmst, ohne jegliche. Aber ihr habt es zumindest irgendwie zu Ende gekriegt, ja. Das Erwecken des Methusalems war auch nicht unbedingt vorgesehen. War nicht vorgesehen. Der Konflikt zwischen Gary und Chicago und zwischen Menele und Elena hat dadurch Zunder bekommen. Wir können nachher im Off mal durchsprechen, ob wir die ganze Szenerie noch weiterführen wollen oder nicht. An dieser Stelle sage ich aber bis dahin schon mal danke fürs Zugucken von euch, die ihr da draußen zugeguckt habt. Und danke auf jeden Fall auch für alle, die mitgespielt haben. Und ja, wir haben jetzt sind über ein halbes Jahr jetzt schon dran. Fast schon ein ganzes, glaube ich. Und ja, danke, die uns alle begleitet haben.
den ganzen Weg. Macht es gut. Dir noch was zu sagen? Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Danke fürs Leiten. Nachti. Tschüss. Genau, danke fürs Leiten.